Hi, hier ist Alf Minzel und ihr hört Niemals Erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 34 vom 4. Dezember 2018. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Wir haben zwei Spiele gegen Kaiserslautern und gegen Lotte zu besprechen. Dann war letzte Woche Jahreshauptversammlung beim SVW in Taunusstein e.V. Da gab es dann natürlich die ein oder andere News, über die wir auch ein wenig sprechen wollen. Ja, und dann gibt es noch so den einen oder anderen Schnipsel. Und wenn wir Glück haben, sind wir in der Stunde fertig. Okay. Bestimmt. Bestimmt, ja. Ansonsten, wir haben nicht so viele Randthemen und nicht so viel Buntes heute. Vielleicht kommen wir auch diesmal ein bisschen zügiger durch. Dann würde ich sagen, das Wort hat die Sonja. Wie üblich geht's los mit dem Groundhopping. Warst du diesmal wieder unterwegs? Jein. Also da sind wir, glaube ich, ausnahmsweise wirklich mal zügig, weil ich nur ein Spiel ohne SVW in Beteiligung gesehen habe. Das war mal wieder die Eintracht, mal wieder im Europapokal, mal wieder zu Hause. Das 4-0 gegen Marseille. Das 4-0 gegen Marseille, sehr schön. Aber so richtig als Groundhopping können wir das nicht zählen lassen. Möchtest du uns trotzdem was davon erzählen? Wenn es dich nicht interessiert, erzähle ich dir auch nichts davon. Nee. Wenn es da was Schönes zu berichten gibt. Aber ich denke, die Anfahrt zum Waldstadion haben wir alle schon mal mitgemacht. Die ist jetzt nicht so aufregend, nichts Neues. Wir wissen alle, wo Frankfurt ist. Es wollte keiner Geld für den Parkplatz. Das hat mich erstaunt dieses Mal. Das ist doch schon mal eine Neuigkeit. Wo hast du denn geparkt? Das ist, wenn man... Also der Waldparkplatz ist ja eigentlich der geilste, wenn man da total nah ist und auch gut auf die Autobahn fahren kann. Wenn der aber voll ist, dann packen die einen so an den Straßenrand, wo es wieder rausgeht. Mhm. Und da stand ich dann. Und gut, da weiß ich nicht, da waren die Ordner wahrscheinlich schon heimgegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten oder so. Und naja. Ja, das war auch spät, ne? Das ging erst auch um 21 Uhr los, das Spiel, ne? Genau, das sind ja immer die richtig fiesen, späten Spiele. Ja, wobei es bei der Eintracht ja Spaß macht, wenn das voll ist und Flutlicht und so. Ist ja nicht so wie letztes Jahr bei der Hertha, wo dann kein Mensch im Olympiastadion war, 21 Uhr Anpfiff und so. Das war traurig. Absolut. Also auch, wenn man jetzt kein Eintracht-Fan ist, wobei sich ja da irgendwie, glaube ich, die Sympathisanten gerade mächtig erhöhen in letzter Zeit. Aber muss man auf jeden Fall neidlos anerkennen, die Eintracht oder die Fans zelebrieren das so richtig jetzt, so die Europapokal-Teilnahme. Das ist schon sehr, sehr geil, muss man schon sagen. Ja, absolut. Also da merkt man halt auch, das ist jetzt nicht so jedes Jahr dabei und ach ja, gut, jetzt spielen wir halt wieder gegen die und jetzt sind wir schon durch und müssen dann nochmal ein Spiel und eigentlich wollen wir gar nicht und so. Da die haben schon alle Bock. Richtig. Dadurch haben dann auch die Spieler Bock und dann geht's auch 4-0 halt aus. Ja, wobei, gut, über das Ergebnis, das war ja schon ein bisschen grotesk mit diesen Eigentoren da. Also naja, gut. Aber vor allem das erste war wirklich sehr schön. Ja, ja. Hat Luis Gustavo schön den Keeper ausgeguckt. Aber das klang ja schon, oder das sah schon fast ein bisschen aus, als hätten die da irgendwie ein, zwei Wettscheine am Laufen. Ne? Aber gut. Ja, aber echt. Aber nochmal kurz zurück zu, von wegen, nicht jedes Jahr. Es gibt ja auch durchaus andere Vereine, die längst nicht jedes Jahr europäisch spielen und trotzdem kriegen die dann die Hütte nicht voll. Ne? Grüße an den VfL Stuttgart. Zum Beispiel. Oder Leipzig zum ersten Mal dabei. Und, ja gut, Leipzig ist ja nochmal was anderes. Ja. Ich meine, bei Stuttgart würde man es ja eher noch erwarten. Oder war das nicht hier sogar in Mainz irgendwie, als die, wann war das, letzte oder vorletzte Saison? Ne, vor zwei Jahren war das, glaube ich, ne, als die Mainz. Mainz. Ich meine, selbst da ist es ja weit davon entfernt, eine Selbstverständlichkeit zu sein und trotzdem war dann da die Europapokalspiele nicht ausverkauft. So gegen, was hatten die denn da, so Saint-Étienne oder irgendwas, meine ich? Ja, die Mainzer Fans haben ja auch Angst, nachts durch den Wald in Frankfurt zu gehen, da haben die auch keinen Bock, irgendwie nochmal aus dem Haus zu gehen nach 21 Uhr. Okay, gut. Ja. Was mir nur aufgefallen ist, man darf ja nichts Negatives gegen diese Choreos sagen, weil die ja immer so gefeiert werden gerade. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich es
beschissen gefunden hätte, wenn ich hinter diesen Papierschnipseln gestanden hätte. Also wenn du unten in der Kurve gestanden hättest, hättest du, glaube ich, nicht mehr viel vom Bild gesehen. Ne? Wo wir es ja hatten von Netzen, durch die man gut durchgucken kann und durch die man nicht so gut durchgucken kann vor einigen Folgen. Ja. Das war natürlich ein bisschen ins Knie gefickt. So, ja, haben wir schön dieses Zeug, diese Schlangen da runtergeschossen, dann sind die alle in diesem Netz hängen geblieben und man konnte von dahinter vermutlich nicht mehr so viel sehen. Ja. Das zweite war, dass, also ich war ja auf der Gegengeraden, da wo ich saß, war auch überhaupt keine Fahne, aber eigentlich hatten alle halt so eine Fahne und haben damit gewedelt. Dadurch, dass auf meinem Platz keine war, habe ich mich auch davon befreit gefühlt und musste da nicht mitmachen. Aber danach hat sich halt so ziemlich jeder so eine eingesteckt und mitgenommen, was man so gesehen hat. Und da gab es dann nochmal Ärger danach im Netz. Choreomaterial einfach mitnehmen und das, die Ultras bezahlen da viel Geld, wo ich mir dachte so, ja, ist ganz schön scheiße, wenn jemand anders für deine Dummheit blechen muss, ne? Du bist aber auch gehässig. Ja. Ja gut, aber man hätte natürlich auch, es gab ja sicherlich doch so einen kleinen Flyer irgendwie mit Choreo-Anweisungen, nicht hochhalten bevor und was weiß ich. Genau, da stand dann auch bitte da lassen oder so. Also das drauf, ja. Okay, das haben die Leute weggeholt. Ich weiß schon, ja. Naja. Also ich habe das auch schon erlebt, wo denn? Ich glaube sowohl in Wien als auch in München, dass das Zeug danach wieder eingesammelt wurde. Ja, vor allem hätten die Sache, was machst du damit? Abgeben müssen? Ich glaube, die hättest du nicht wieder abgeben müssen. Micha, was willst du sagen? Ja, was willst du noch damit machen? Also ich meine, das nimmst du mit nach Hause vielleicht, weil du denkst, oh cool, ein Teil der Choreo und dann nach 3 Tagen spätestens schmeißt es eh weg. Also, ja gut, das wahrscheinlich kommt noch dazu. Wobei es recht schöne karierte Fahnen waren, schwarz-weiß, aber oh, ja, okay. Im Normalfall ist Choreomaterial nicht so spannend, das stimmt. Ja, kann man dann eine Formel 1 Zielfahne draus machen, ne? Ja, und singst dazu. Geil, und sich damit auch im Hockenheim Ring auf die andere Seite stellen und damit wedeln und alle durcheinander machen. Hätte ich mir doch auch eine mitgenommen, Mann. Aha, siehst du? Guten Ideen kommen immer so spät. Okay, das war alles. Das war es aber schon. Das war's aber schon. Vielleicht habe ich das nächste Mal mehr zu erzählen. Dieses Mal sag ich jetzt mal so, ohne mehr anzuteasern. Keine zweite holländische Liga, kein Dänemark, nix. Okay. Nee. Gut, dann bringst du uns vielleicht zu unserer nächsten Folge wieder was mit. Ja, vielleicht. Okay. Micha, warst du hoppen? Komm, das natürlich. Ist lächerlich, dass du das hier eingetragen hast, ganz ehrlich. Das ist mehr auswärts, als du warst. Oh komm, ja, meine Spiele zählen nicht, aber das geht hier als Groundhopping durch. Ich war auswärts. Aber auswärts mit dem SVW. Da sprechen wir gleich drüber. Ja gut, aber so ist das. So ist das. Okay, gut, dann haben wir eigentlich ja schon die perfekte Überleitung. Dann mache ich mir hier gerade mal einen Marker und dann geht's los mit dem Spiel in Kaiserslautern, wo du offensichtlich warst, Micha. Dann ja, klar. Berichte doch mal ganz kurz von vor Ort, wie viele Leute waren denn da? Insgesamt oder von unserer Seite? Von unserer Seite, ich glaube irgendwie so 300 Leute oder sowas waren es, glaube ich, ne? Es müssten sogar mehr gewesen sein. Also ich hatte so, also 350 war, glaube ich, die offiziell angegebene Zahl. Mhm. Es waren allein 5 Busse da, also der Kids-Club war da, es gab einen Sponsorenbus. Ich denke mal, dass die bei den 350 nicht dabei waren, weil die sich irgendwo anders ins Stadion dann wahrscheinlich gesetzt haben. Ja gut, wenn sie mit Gästetickets da sind, weiß ich nicht. Die standen auf dem Gästeparkplatz, aber ich glaube, die in dem Stehplatz waren sie jetzt nicht. Mhm. Aber egal, also der Club 26 hatte einen Bus, die WE Originale hatten einen Bus und die Supremos hatten einen Bus und waren auch einige mit dem Auto da und sodass wir da für unsere Verhältnisse mit einem ziemlich einigermaßen gefüllten Block halt da waren und das war dann schon ganz nett. Aber du bist natürlich auch sehr schnell in Kaiserslautern. Wir haben sogar noch eine kleine Rast gemacht zwischendurch, aber dann hielt ein Lautern-Fanbus aus Mainz hinter uns. Aber das ist ja alles entspannt und gut, ansonsten gibt es ja man parkt dann ja, was noch gut war der Busfahrer ist dann halt hoch auf den Betze gefahren, auf den Berg halt und dann war da ein Ordner, der uns halt, also das war so eine, ja, da hätte man einfach nur rechts abbiegen müssen und dann wären wir auf dem Gästeparkplatz gewesen und der hat uns aber irgendwie geradeaus geschickt und dann die zweite rechts und da durfte man aber nicht reinfahren, sodass der Bus einmal drum rumgefahren ist, dann kam man dann halt auch so bei so,
ja, an so einem Kreisel raus, wo dann so eine, ja, so eine Traditionself in irgendwelchen Statuen stand und dann auch irgendwelche Betze, also lauter Fankneipen, und wir dann da mit dem Bus rumgekurvt. Okay. Da dachte ich nur so, gut, dass die mit uns nichts haben. Ansonsten wäre das wohl gegen jede Sicherheitsabsprache gewesen. Und dann sind wir halt einmal noch, dann haben wir halt so eine Runde gedreht, kam irgendwann wieder hoch und dann ist er halt auch einfach rechts gefahren. Ja. Unser Bus war der Ordner, das nicht machen können. Ja, genau. Ja. Der Ordner dann nur da gestanden und gelacht. Irgendwas, und keine Ahnung, was das für ein Quatsch war. Und ja, gut, ansonsten ja, gab es da halt ein umfangreiches Speisenangebot, und ja, ansonsten halt, klar, das Stadion ist ja recht groß. Ich glaube, da gehen ja auch fast 50.000 rein, ne? Ja, so knapp. Und wenn dann halt 18.000 da sind, ist das natürlich auch etwas, ich will nicht sagen trostlos, weil ja immer noch doch ziemlich viele Menschen da sind, aber es ist natürlich im Verhältnis zum Stadion, ja. Man sieht halt viele leere Flächen, ja. Ja, genau, und halt die meisten waren ja dann auch hinterm, das ist glaube ich die Westkurve. Die Westkurve, ja, genau. Genau, und das ist ja dann gegenüber von einem, und dann hast du dazwischen natürlich viele freie Flächen, also es sind ja im Prinzip drei große Tribünen und eine kleine, wo auch die Logen dann mit sind und so, und ja, ist dann natürlich ein bisschen schade. Ich war jetzt das zweite Mal in Kaiserslautern mit dem SVW und es war jedes Mal halt recht wenig gefüllt. Ja, gut, das ist ja so. Okay, dann zum Spiel. Vorweg vielleicht, es fehlten weiterhin einige wichtige Spiele. Ich hatte eigentlich gehofft, so nach der Länderspielpause wären dann ein paar wieder zurück, aber tatsächlich sind die Verletzungen dann doch noch ein bisschen hartnäckiger. Also von Sebastian Mrowca haben wir mittlerweile gehört, dass er wohl bis zur Winterpause nicht mehr spielen wird. Mit seiner, weiß ich nicht, was hat er irgendwie, Muskelverletzung oder was hat er da davon getragen? Muskelfaserriss, meine ich. Muskelfaserriss war das, ja. Okay. Kuhn ist, glaube ich, wieder im Training, aber war wohl noch nicht spielfit. Also auch jetzt im Spiel gegen Lotte danach dann auch noch nicht. Da war er aber zumindest im Kader wieder gegen Lotte. Der Kuhn, ganz sicher? Ich meine. Also Titsch Rivero, der saß gegen Lotte wieder auf der Bank. Ach stimmt, ja, stimmt. Ja, genau. Nee, Kuhn nicht. Nee, Kuhn war, glaube ich, auch noch, ja, okay, noch nicht mal auf der Bank. Nee, ja, stimmt, das war Titsch, aber genau. Also genau. Weil Kuhn könnte es noch mal zu einem Comeback kommen dieses, ja, Jahr, genau. Also das waren so eigentlich die drei, die ansonsten auf jeden Fall in der Startelf sind, die fehlten. Und ja, dazu dann noch Schipnowski ist auch schon ein paar Tage verletzt. Der fällt momentan noch aus. Ja, und dann gab es dann eine interessante Formation, vor allem in der Abwehr. Da hat Dittgen hat als Linksverteidiger begonnen und dafür Minzel als Rechtsverteidiger. Das ist sicherlich schon mal was mit Seltenheitswert. Und Lorch als zweiter Sechser neben Dahms, ne? Genau, so war's. Nee? Lorch als zweiter Sechser neben Schönfeld. Neben Schönfeld, richtig. Dahms hat in der Innenverteidigung gespielt. Genau, ja. Hast recht. Ja. Das Spiel, ich hatte ja so ein bisschen, oder ich hatte eigentlich sogar arge Bedenken dann eben, weil da halt doch drei wichtige Spieler dann fehlen und dann irgendwie, wenn dann so mehrere Spieler dann so nicht so auf ihrer Stammposition spielen, da bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch. Aber es ging eigentlich ganz gut und auch schon nach wenigen Minuten hatte man da eigentlich den Eindruck, dass Wehen zumindest optisch etwas überlegen ist. So sah es für mich am Fernseher aus. Sonja, du hast auch am Fernseher geschaut, oder? Ja, genau. Ja. Ja, ich hatte vor allem den Eindruck, dass halt Lautern immer wackeliger wurde. Ja. Also da war ja die Stimmung sowieso schon nicht so gut. Dann hat man halt auch gemerkt, dass auf den Rängen wurde es unruhig und das hat sich dann so auf die Mannschaft übertragen und das im Prinzip ja das ganze Spiel lang. Ja. Also das wird Micha wahrscheinlich von vor Ort noch besser berichten können, aber so das kam, fand ich schon in der Übertragung relativ deutlich rüber. Und dann haben wir das halt versucht zu nutzen und wurden dann auch eigentlich,
eigentlich ganz gut oder beziehungsweise immer besser, aber na gut, wenn es zu einem Tor gereicht hätte, wäre es perfekt gewesen, ne? Genau. Chancen gab es nicht so viele. Es gab nach einer knappen halben Stunde gab es einen großen Aufreger, als Schönfeld in den Strafraum eingedrungen ist und dort gefoult wurde. Und das kann man wohl auch so sagen, so nach Betrachten der Zeitlupen oder der Wiederholung. Aber Gräfe hat es nicht so gesehen. Schiedsrichter Manuel Gräfe, eigentlich einer der besten deutschlandweit. Aber gut, vielleicht hat er dann irgendwie so mit seiner Erstliga-Brille dann gesagt, oh, das reicht mir nicht. Oder er hat nur gesehen, dass oben ein bisschen geschoben wurde, aber hat nicht gesehen, dass auch nach unten getroffen wurde. Weiß ich nicht. Jedenfalls so eigentlich waren sich alle einig, im Nachgang hätte eigentlich einen Elfer geben müssen. Also wobei es in der Zeitlupe auch viel, in der Zeitlupe fand ich es deutlicher als in der Realgeschwindigkeit im Spiel. Ja, klar. Ich meine, Zeitlupenwissen, das ist natürlich immer sowas, ne? Kann auch an der Perspektive liegen natürlich, weiß ich nicht. Aber ich dachte auch erst so, naja gut, den gibt er wahrscheinlich nicht, weil Gräfe ja immer eher viel laufen lässt. Aber er hätte schon geben müssen. Ja. Also ich habe da tatsächlich so wurde es mir erzählt, ich habe mit dem Daniel Mucher gesprochen und der Manuel Gräfe hat wohl gesagt, dass er den Kontakt wahrgenommen hat, aber er hat gesehen, dass es einen Kontakt gab, aber da er eine generell großzügige Linie hatte, hätte er das deshalb nicht gepfiffen. Also sprich, der Kontakt hat ihm dann wohl nicht gereicht. Mhm. Was ich, ja gut, so kam es auch rüber, fand ich, ja. Ich habe mir nur in der Situation gedacht, ja, wenn Schönfeld irgendwie in der Situation schon versucht hätte zu schießen, dann hätte er ihn wahrscheinlich bekommen. Aber ja, ich fand es überhaupt gut, dass es diese Situation überhaupt gab, weil Schönfeld da überraschend mit einigen Antritten da immer mal wieder Aktionen angeschoben hat. Oder eben auch, das war ja fast eine Einzelaktion. Klar hat er dann auch den Pass wieder bekommen, aber er hat ja im Mittelfeld da dynamisch den Ball abgespielt und ist weitergegangen und hat sich das ja richtig erarbeitet, die Chance. Umso ärgerlicher, dass es dann eben auch keinen Elfmeterpfiff gab, ja. Oder dass es nicht bis zum Abschluss kam, ja. Ja, genau. Also, wobei man in der Situation halt auch sagen muss, es gibt für ihn da auch wenig Grund hinzufallen, weil es war jetzt nicht so, dass ich den Ball zu weit vorgelegt hatte und nicht mehr dran kam. Und er war auch nicht zu weit nach außen gedrängt. Genau, er hatte Ballkontrolle und war vom Torwart. Klar, der Torwart kann den auch halten. Aber ich sag mal, eine viel bessere Chance hast du jetzt mit dem Elfmeter dann auch nicht. Aber gut, wenn du Schiri dann halt nicht pfeift, dann ist es halt so. Ja, da hat es ja danach noch die Chance, trotzdem in Führung zu gehen in der ersten Halbzeit. Genau. Also, das fand ich noch ärgerlicher, dass der nicht drin war. Ach, was heißt der? Das waren ja gleich mehrere. Das war ja so eine Dreifachchance eigentlich schon. Wenn du es schon ansprichst, war dann kurz vor der Pause ein langer Freistoß von Schmidt wahrscheinlich. Ne? Schmidt bringt meistens die Freistöße rein. Dann ist Schäffler erstaunlich frei beim Kopfball und platziert ihn auch eigentlich ziemlich gut, aber halt zu gut. Ein bisschen zu gut, ja, also an den Innenpfosten. Ball springt wieder raus, eigentlich so im Prinzip so vor der Torlinie entlang. Chiré kommt da angesprungen, aber ist auch am Fallen, weil er bedrängt wird und erwischt ihn nicht, dass er irgendwie drüber drücken kann. Der kommt eher nochmal ein bisschen zurück und da steht Lorch aus wenigen Metern, der dann halt direkt drauf schießt, aber da schmeißt sich gerade noch ein Verteidiger dazwischen. Also eigentlich eine Dreierchance in eine Szene. Ja. Sehr ärgerlich. Also das war halt auch genau das Tor, hinter dem wir standen und ich habe halt bei dem, ich glaube, es war Minzel sogar, der den Freistoß geschossen hat, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war der ja lang unterwegs und dann, wir haben die Schäffler da irgendwie vergessen und der schraubt schon hoch und ich denke so, oh geil, und dann sehe ich ja dann, dass er Richtung Pfosten geht, aber ich denke auch dann, okay, der prallt jetzt ab, aber ins Tor rein. Ja. Und dann prallte er aber genau so schräg raus, dass er das Chiré dann auch wieder einen ganz spitzen Winkel hat, also neben dem anderen Pfosten stehend. Und ihn dann auch eigentlich, ja, dadurch, dass er bedrängt war, nicht wirklich reinschießen kann. Ja gut, und Lorch, klar, einerseits ist gut, wenn man das relativ schnell das Ding dann reinschießt. In der Situation wäre es natürlich besser gewesen, hätte er nochmal, weiß ich, kurz angetäuscht oder halt ein bisschen gelupft so. Aber da, klar, die Ruhe hatte er dann nicht. Und
Ja, aber ich glaube, zwischen dem Elfmeterszene und der Dreifachchance gab es auch zwischendurch nicht viel, oder? Was wir übersprungen haben. Torchancen ist mir da auch nichts in Erinnerung geblieben. Genau. Wie gesagt, ich hatte so den Eindruck, dass Sven mehr vom Spiel hat, auch öfter mal so einen Ball abgefangen und aber dass es dann halt tatsächlich zum Abschluss kam, war eigentlich das ganz wenig oder eigentlich gar nicht. Also ich habe so gesehen, dass die Lauterer in der ersten Halbzeit noch ein bisschen mehr versucht haben, das Spiel zu kontrollieren. Also sie hatten da zumindest so ein paar Ballstaffetten, aber es ging halt auch einige Pässe dann unbedrängt daneben oder halt ins Aus und oder wir konnten den dann eben abfangen. Das war jetzt nicht besonders gut und wenn überhaupt, ging es höchstens bis zum 16er. Also die hatten keine wirkliche Idee, wie sie zu Torchancen kommen wollen. Und das war schon relativ wenig und ich fand, dass das Publikum da aber noch sogar echt geduldig war. Ich fand, habe das jetzt in der ersten Halbzeit nicht so wahrgenommen, als hätten die da Unruhe aufs Team übertragen. Die hatten einfach keine Spielidee. Das war so mein Eindruck und wir wirkten da defensiv sehr stabil und mit den entsprechenden Chancen dann auch vorne. Ja, so habe ich das da gesehen. Hm. Ja, in der zweiten Halbzeit blieb es lange Zeit auch ziemlich chancenarm. Es gab da einmal so ein Ding, wo nach einem Freistoß Chiré irgendwie dann noch so reinspringt und den Ball dann aber irgendwie so über Torwart und Tor drüber schießt. Und dann eigentlich schon, ja, so in der letzten halben Stunde, wann war denn das? Oder 70. Minute ungefähr, dann gab es mal einen Freistoß von Lautern, wo der Löwensröhm, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, mit dem Kopfball. Eigentlich einen gut platzierten Kopfball, aber Kolke gerade noch so den rausfischt. Also das war dann eine Riesenchance für Lautern plötzlich. Und dann gab es eine heiße Schlussphase, wo auf beiden Seiten plötzlich mehrere Chancen da waren. Richtig gute auch. Kolke hat nochmal gerettet. Schwadorf hat noch einen Schuss gehabt. Waren mehrere Dinge, die eigentlich, wo es halt, ja, wo es dann zum Lucky Punch hätte reichen können für einen von beiden. Am Ende blieb es dann beim 0-0. Ja, danach, also ich zumindest wusste jetzt nicht so richtig, freue ich mich jetzt über den Punkt, weil da hättest du leicht auch am Schluss halt noch ein Ding reinkriegen können. Oder ärgerst du dich, dass es halt nur ein Unentschieden ist, weil man hätte auch die Chance zum Sieg gehabt. Aber es war so ein bisschen zwiespältig. Wie ging dir das, Sonja? Ja, ähnlich. Ja, ich glaube da mit ein bisschen Abstand. Es war wahrscheinlich noch nie so leicht, in Lautern zu gewinnen. Deswegen dann doch eher ärgerlich, dass es nicht geklappt hat. Ja, vor allem, wenn man dann sieht, wie sie jetzt die Woche drauf dann jetzt in Unterhaching dann irgendwie mit 5 Toren abgewatscht wurden. Das ist schon ein bisschen bitter. Man könnte auch sagen, hätten wir vielleicht weniger Ausfälle gehabt, da hätten wir da auch noch eher gewonnen. Aber gut, so ist es halt. Ja, aber du hättest auch so gewinnen können. Ja, von daher. Natürlich. Ja. Ja, es war jetzt wirklich so, dass du, also ich glaube, das Entscheidende wäre da wirklich gewesen, wenn du da in Führung gehst, dann wären die Spieler eher noch nervöser gewesen oder noch kopfloser und das Publikum hätte das Übrige dazu getan. Dann hättest du sicherlich noch irgendwann einen Konter gesetzt oder wie auch immer. Die Lautere hatten nach dem Doppelwechsel, das war so in der 60. Minute, haben die Doppelwechsel vollzogen. Danach wirkten sie dann auch mal so eine Phase etwas druckvoll, wo dann, glaube ich, auch dieser Kopfball mit dabei war. Ja. Das hat denen ganz gut getan und ich fand es für uns, bei uns halt so, dadurch, dass wir so eine, wie du ja sagtest, so ein bisschen crazy Aufstellung hatten, wo einige auf ungewohnten Positionen gespielt haben, ich fand den Dittgen auch recht stabil, wobei da natürlich defensiv nicht so viel gefordert wurde und Minzel hat ja dann hinten rechts gespielt und dann hast du ja so, die Abläufe sind dann ja nicht so, ne? Die du dann auch, selbst wenn du auf der anderen Seite spielst, ist es ja nicht so, wie es gewohnt bist. Und aber ich fand auch, wie gesagt, einen Schönfeld, einen Dittgen, die dann da drin waren, recht passabel und ja, trotz allem hättest du da gewinnen können müssen. Der Gräfe hat vom Kicker eine 5 bekommen. Die sprachen auch von der Fehlentscheidung, dass er den Elfmeter nicht gegeben hat.
das sagt natürlich auch schon was aus. Und gerade wenn du da eben hättest, ja. Ja. Aber gut, hättest du auch trotzdem noch gewinnen können. Und am Ende war es tatsächlich so ein Hin und Her, wo du dann denkst, gut, da war das Unentschieden dann auch in Ordnung. Aber klar, also vom Rückstand hätte ich jetzt gesagt, hätten sich die Lauterer nicht mehr erholt. Ja, gut möglich. Ja, wo du Minzel gerade so erwähnst, klar, dass er so auf der linken Seite dann da runterflitzt und dann mit links die Flanken reinschlägt, ist dann natürlich dann auf rechts nicht so. Aber da war eine coole Szene in der ersten Halbzeit, wo er dann tatsächlich halt mit aufrückt und dann halt mit dem linken Außenriss den Ball da so schön im Bogen in den Strafraum reinschießt. Das war sehr cool. Gut, führte dann natürlich dann auch letztendlich zu nichts, aber das war wirklich so halt aus der Bewegung heraus und die war gar nicht so schlecht, die Flanke eigentlich, aber na gut. Tja. Ja, also 0-0 in Kaiserslautern. Dann machen wir mal weiter. Jetzt am vergangenen Wochenende hatten wir Heimspiel endlich mal wieder an einem Samstag zur gewohnten Uhrzeit, samstags 14 Uhr in der Britta Arena gegen die Sportfreunde Lotte, die so ein bisschen die Mannschaft der Stunde vielleicht schon, ja, oder zumindest eine der Mannschaften mit einem relativ stabilen Trend in letzter Zeit waren. Die hatten jetzt, glaube ich, also die hatten ja sehr schlecht gestartet. In den ersten 5 Spielen irgendwie nur einen Punkt geholt oder sowas. Hatten die tatsächlich auch den Trainer gewechselt? Ungefähr um die Phase rum. Und dann seitdem, in den 11 Spielen seitdem nur noch einmal verloren. Und waren jetzt auch 3 Punkte hinter uns in der Tabelle. Also haben sich da ziemlich gut gefangen. Und bei uns weiterhin, wie gerade vorhin schon erwähnt, die Ausfälle. Dann hat sich auch noch Chiré mit wegen Krankheit abgemeldet. Und Dittgen kam wohl zu spät zur Teambesprechung am Freitag oder sowas und wurde deswegen gestrichen. Ja gut, der hat natürlich von unserer Saisonwette erfahren und oder von meiner Saisonspende und hat gedacht, na gut. kein Risiko eingehen bei dem armen Mann. Dann fällt die Nummer aber wieder auf den Trainer zurück, ne? Ja. Ja, also es war ja schon mal so, dass er da, wer war das, Mrovca und Schwadorf, glaube ich. Genau, das war so ziemlich am Anfang der Saison, ja. Und ich glaube, das ist dann halt auch so, dass, weiß nicht, ob es da um 2 Minuten geht oder ob der generell sagt, wer dann zu dem Zeitpunkt nicht da ist, hat er Pech gehabt. Ich meine, da muss man halt ein bisschen Puffer einplanen, ne? Ja. Ja, gut, also Details weiß ich ja auch nicht, aber so war es zu lesen. Kam zu spät zu einer Besprechung. Er war dann im Kids Club Zelt. Während des Spiels. Okay. Saß noch nicht mal auf der Tribüne dann? Ich weiß nur, dass er beim Kids Club war, vorm Spiel. Ich weiß nicht, wie es jetzt aber die Kinder aus dem Kids Club hocken doch auf der Tribüne, wenn das Spiel läuft. Ja. Keine Ahnung. Ja, vielleicht durfte er dann auch gehen. Ich stelle mir das gerade sehr schön vor. 90 Minuten einfach allein in diesem scheiß Zelt lassen mit Taunas zusammen. Mit Bono PlayStation gespielt. Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Zum Spiel. Sonja. Ja. Anfangs ist nicht so besonders viel passiert, oder? kleine Suggestivfrage, um dich mal hier in das Gespräch zu holen. Todlangweilig am Anfang. Also aber auch das, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, was bei Lotte so geil war die letzten Wochen, ich fand, das hat man auch alles gar nicht gesehen. Ja, also da geil war es jetzt vielleicht auch viel und es war einfach so ein Mittelfeldspiel dann erstmal, ne? Ich finde, was man halt sehen konnte, ist, dass die halt auch ziemlich hoch pressen. Und dass deswegen, wenn wir dann, also oder unsere Mannschaft im Ballbesitz war, dann halt viel hinten rum, ne? Dann halt. Das stimmt, es war eigentlich sogar eher Abwehr als Mittelfeld, das stimmt. Genau, also da ging dann wirklich viel zum Kolke, zum Mockenhaupt, zum Redemann, der durfte von Anfang an spielen. Und wieder nochmal zurück. Und so, das passiert ziemlich viel, da waren sie sehr geduldig, also haben sich da nicht locken lassen und aber auch keinen Fehler gemacht, dass da irgendwie beim Pressing der Ball mal irgendwie blöd abhanden kam. Und wenn es mal andersrum war. Das im Prinzip auf beiden Seiten. Und genau, das war auf der anderen Seite eigentlich ganz genauso. Wir haben auch ähnlich gepresst, also Scheffler und Schmidt dann da vorne drin. Und
Dann haben die aber auch genauso dann den Ball da relativ geduldig einfach hin und her geschoben, bis sie dann halt mal dann irgendwie entweder mal eine Lücke zum Aufbauspiel gefunden haben oder halt den langen Ball gespielt haben. Also das war auf beiden Seiten ziemlich identisch, würde ich sagen. Ja, und deswegen sehr langweilig. Ja, klar, das ist jetzt natürlich nicht so aufregend zum Zuschauen. Da war dann einmal so ein, ja, es war eher schon so ein bisschen besserer Befreiungsschlag von Mockenhaupt, der dann aber sehr gut kam. Ich glaube, Schmidt hat ihn angenommen, hat ihn gleich auf Scheffler weitergegeben und der rechts raus zu Andrist. Aber Andrist, ja, ich weiß nicht, irgendwo hat er seinen Abschluss verloren. Also der ballert die Dinger ja dann mit vollem Risiko drauf und meistens dann halt auch irgendwo 20 Meter übers Tor. Ich hatte es im Blog auch geschrieben, der müsste halt vielleicht einfach mal wieder ein bisschen mehr auf Genauigkeit gehen und vielleicht nicht einfach mit aller Gewalt das Ding da draufwichsen. Ja, und da gab es ja nicht nur eine Situation. Genau, das gab es ja, mindestens noch eine andere, die war Ich habe Micha gerade dreckig lachen gehört, der hat sich, glaube ich, das mit dem Draufwichsen gerade bildlich vorgestellt. Ja, nee, das habe ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass wir heute FSK 18 sind auf jeden Fall. Das ist ganz normaler Fußballsprech. Sonja hat ja schon von selbstgefickt gesprochen und jetzt das noch, also jetzt ja, bei der Eintracht mit der Choreo. Ach so. Ins Knie, habe ich gesagt, das ist doch die fast jugendfreie Variante. Ich höre mir das nochmal an, egal. Okay. Also wir haben schon mal wieder die Buzzwords drin. Worum ging es eigentlich? Achso, die Lotte. Genau, beziehungsweise Andrists Schussversuche. Ja, na gut. Dann, was gab's denn dann? Achso, genau, Leuch hat mal einen schönen Ballgewinn. Wo er so im Zweikampf den Ball erobert und dann gleich auch energisch nach vorne zieht. Also Leuch spielte übrigens wieder auf der 6. Nein, gar nicht wahr. Leuch spielte Rechtsverteidiger und dafür dann Dahms auf der 6, sowas. Im Gegensatz zum Spiel vorher gegen Kaiserslautern. Genau. Und dann legt er auch gut quer auf Schmidt, der da so ein bisschen nachrückt und der auch dann direkt abzieht, aber halb hoch war dann doch ein bisschen zu dankbar für den Torwart. Also ich meine, gut, der reagiert natürlich schön und fliegt dann, aber halb hoch ist dann halt irgendwie für den Torwart meistens dann noch am ehesten rauszufischen. War ein bisschen schade. War eigentlich eine sehr gute Chance. War es dann nicht aber der Eckball im Anschluss? Oder hat es dann noch einen Eckball weiter gedauert, das Tor gefallen ist? Es war der Eckball, aber der Eckball wurde dann ja auch erstmal ab. Genau, aber es war im Prinzip nach diesem Schuss von Schmidt, da gab es den Eckball und aus diesem ist dann eine Minute später dann auch das 1-0 gefallen. Ja, und zwar mit Umweg über den eigenen Strafraum. Super. Nee, Strafraum eigene Hälfte. Mittellinie, ja. Auf jeden Fall. Genau, so ungefähr bis zur Mittellinie ging der Ball dann nochmal zurück und Minzel spielten dann hoch in den Strafraum nochmal rein. Leuch, der halt noch von der Ecke noch da vorne war, legten dann per Kopf auf Scheffler. Und der macht das da ganz gut, weil der muss sich da ein bisschen verrenken, so im Sprung. Und ja, statt dass er dann halt irgendwo in die Wolken ballert oder sich selbst anschießt oder was, also legt tatsächlich dann sehr clever da am Torwart vorbei. Das hat er richtig gut gemacht. Wobei der natürlich auch das nur so machen kann, weil er halt sehr frei war. Ne? Ja, ja, klar. Okay. Wenn der da ordentlich gedeckt wird, dann kommt er natürlich da so nicht an den Ball. Das ist meistens so, ne? Dass Tore nur passieren, wenn irgendwo vorher Fehler passieren. Ja, aber Scheffler ist ja auch keiner, der jetzt groß Kopfballduelle gewinnt, was schlimm genug ist bei seiner Statur. Aber das ist eine hohe Flanke, die Leuch dann sehr gut ablegt und Scheffler den dann ja so eingesprungen, halb hoch mit der Innenseite überlegt, ins Tor löffelt, so würde ich es jetzt sagen. Und da hat der Torwart dann auch die Verteidiger angeguckt, was macht ihr eigentlich beruflich so? Ja, das stimmt. Da war tatsächlich kleine Konfusion da in der Lotter-Defensive. Ja, 1-0. War für mich aber zu dem Zeitpunkt, also ich meine, obwohl jetzt überhaupt keine Gefahr drohte, aber ich meine, so mit der Erfahrung von dem letzten Heimspiel gegen Jena war ich mit 1-0 noch bei weitem nicht in Sicherheit, so gefühlt.
Aber es gab ja, diverse weitere Chancen, so kleinere. Und dann, kurz vor der Pause, macht Schwadorf zu meiner großen Freude das 2-0. Möchte jemand von euch das Tor nochmal kurz rekapitulieren? Ich dachte, du machst das jetzt mit großer Freude. Ja, na gut. Einwurf Minzel von der linken Seite, ne? Und dann, wer ist es dann der Erste? Ich glaube, Scheffler, der da irgendwie mit zurück war, der legt dann irgendwie ab. Und Schwadorf spielt dann, glaube ich, gleich als nächstes Schönfeld ab an. Der lässt ihn so mit der Hacke innen prallen. Und Schwadorf zieht dann halt eigentlich da so, ja, weiß ich nicht, so bestimmt 20, 25 Meter irgendwie spurtet er dann da mit dem Ball bis in den Strafraum. Und kurz bevor er irgendwie entscheidend bedrängt wird und der Torwart ihm entgegenkommt, spitzelt er dann gerade so mit der Pike dem Torwart durch die Beine. Das habe ich natürlich auch erst im Fernsehen dann gesehen, weil das war vor der Südkurve, der Südtribüne. Und wir haben halt nur gesehen, irgendwie hat er da vorbeigebracht und offensichtlich nicht mit einem strammen Schuss, weil wenn er irgendwie versucht, Feste zu schießen, da kommt eigentlich nie Gefahr bei raus. Aber so hat er dann endlich sein erstes Saisontor erzielt. Ja, das war stark gemacht, weil er, also das war schon, er hatte da eine Geschwindigkeit drauf, die gerade so gereicht hat. Und das war, also er war da in einem hohen Tempo und ist dann immer so gerade so noch an den Ball gekommen, um den dann ein, zweimal, um ihn am Gegner vorbeizusetzen. Und ja, auch da der Hackenpass von Schönfeld, das sah schon gut aus. Mhm. Ja, und genau, also er hatte da auch in der Situation dann genau das Richtige gemacht. Er hatte da eigentlich, gut, theoretisch hätte er versuchen können, um den Torwart herumzulaufen, aber das geht ja meistens dann auch schief, wenn du da vorher schon so ein Tempo hingelegt hast. Von daher war das astrein, ja. Ich glaube, er hätte dann auch nicht mal um den Torwart rumgekriegt, weil der Ball dann schon ein bisschen weiter vorne war. Also er musste sich ja, da strecken, genau, dass er dann, den halt gerade noch da so reinpiekst. Dann wäre er wahrscheinlich so weit abgedrängt worden, dass dann wieder ein Verteidiger noch dabei gewesen wäre und der Torwart wieder in Position gewesen wäre. Und dann wäre das wieder nichts geworden. Ja, nee. Hat er gut gemacht und hat sich auch mal selbst belohnt. Hat ja schon durchaus Reihe Chancen gehabt. Hat auch schon, weiß nicht wie viele, aber schon einige Assists in dieser Saison gesammelt. Spielt seit Wochen eigentlich sehr stark. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, dann kurz vor der Pause gab es nochmal einen kurzen Schreckmoment, als nach dem Freistoß unser alter Freund Adam Straith da an den Kopf kommt. Und Kolke zu einer Parade zwingt. Aber dann spätestens beim Nachschuss war dann da die Fahne oben wegen Abseits. Ich glaube aber auch schon, der Kopfball hätte nicht gezählt. Ne? War schon von vornherein Abseits. Ich glaube, der Kopfball hätte noch gezählt. Aber es gab dann ja zwei also den ersten Nachschuss gab es noch. Dann hat er, glaube ich, gepfiffen. Und spätestens dann wäre er drin gewesen. Aber ja gut, also ich glaube, der Kopfball an sich wäre korrekt gewesen, wenn da nicht noch irgendjemand den Kolke behindert hätte oder so, der im Abseits stand. So, aber gut, Captain Straight war das ja, ne? Ja, genau. Ja, so, 2-0 Pausenführung, schon mal eine gute Sache. Da denkt man ja, jetzt macht Lotte in der zweiten Halbzeit ein bisschen auf oder viel, je nachdem, um da irgendwie selbst zum Tor zu kommen, aber so richtig wollten die irgendwie nicht, ne? Oder sie konnten nicht. Oder wir haben sie nicht gelassen, weiß ich nicht. Wie war dein Eindruck, Sonja? Es war, glaube ich, so eine Mischung aus allem, oder? Also ich habe so ähnlich wie du erwartet und dafür fand ich die zweite Halbzeit dann erstaunlich ereignisarm, was natürlich auch ganz gut für uns dann war. Also natürlich hätten wir auch noch eins nachlegen können, aber ich war dann auch so sehr zufrieden damit, dass Lotte eigentlich zu keiner Zeit wirklich so richtig Gefahr entwickelt hat. Oder ja. Habt ihr es anders wahrgenommen? Die hatten, was hatten die, ein, zwei Chancen mal so dann? Aber ja, es gab mal so ein, richtig zwei, gefährlich. Ein, zwei Bälle mal, die mal so Flanken oder hereingaben, wo halt einer knapp verpasst, aber halt eben richtig zum Abschluss kam es halt nicht. Und ansonsten hatten die, glaube ich, keine einzige richtige Chance. Oder? Hast du noch irgendwelche Erinnerungen, Micha? Ich glaube, ganz am Ende so war es mal noch knapp, aber ja, also wir haben dann ja auch ein paar Mal gewechselt. Also es kam ja so, also ich glaube, Schmidt war ja irgendwie angeschlagen, ist irgendwie angeschlagen raus und ich glaube, Brandstätter und Wachs kamen dann noch für Schwadorf. Das war so ein Wechsel, wo ich dachte, was macht denn jetzt? Ja.
Also es war ein deutlich defensiverer Wechsel. Und also er hat dann zumindest mit Wachs und Gude, der ja auch noch dann reinkam, mal wieder zwei Leute gebracht, die sehr lange nicht gespielt haben in der dritten Liga. Mhm. Und ja, also Lotte, also ich sag mal so, als wir gegen Halle das Heimspiel hatten, hat Halle ja relativ schnell eine gelb-rote Karte bekommen. Und wir haben dann ja, glaube ich, das 1-0 gemacht. Und Halle hat trotzdem ihre Taktik nicht geändert, was ich sehr imposant fand, weil die eine sehr gute Spielanlage hatten und die ihren Stiefel trotzdem weitergespielt haben und du jetzt nicht wirklich gemerkt hast, dass du ein Mann mehr warst. Und bei Lotte war es halt das Gegenteil. Also das war der gleiche Ansatz. Die haben halt trotz dem 2-0 Rückstand ihren Spielansatz nicht geändert. Und dementsprechend kamen sie dann halt auch nicht wirklich zu Chancen. Sie haben natürlich auch keins mehr kassiert. Aber das war hätte aber durchaus passieren können. Also da war noch Scheffler hatte nochmal einen Schuss, der gerade noch so irgendwie ins Aus abgefälscht wird. Brandstedt hatte noch zwei Chancen. So, oder also einmal so eine halbe mit dem Kopf, die, ja, und dann noch ein Schuss. Also, oder beziehungsweise war so knapp verpasst, als da gerade noch einer irgendwie den Ball weg vom Fuß wegspitzelt. Ja, ich sag nur also, dass, also wenn ich jetzt bei den 18 Mann im Gästeblock gewesen wäre, hätte mich das ziemlich aufgeregt, weil man da zu keiner Zeit das Gefühl hatte, dass die da irgendwie nochmal was ändern können oder wollen. So, ne? Also man hat sich irgendwie so diesem Spielstand ergeben oder, keine Ahnung, dem Gegner gebeugt. Ich weiß es nicht, wie man es sagen soll. Sonst. Ja, es hat dann auch, haben sie aber auch eigentlich alle danach im Spiel gesagt, sowohl Trainer als auch da die interviewten Spieler, so, dass sie da klar verdient verloren haben. Also da gab es überhaupt keine zwei Meinungen. Gut, immerhin. Also der Trainer hat ja, glaube ich, auch gesagt in der Pressekonferenz, wir waren sehr nette Gäste. Ja, genau. Das stimmt. Das beschreibt es ganz gut. Ja. Ja, gut. Ansonsten gibt es da, glaube ich, auch nicht so viel mehr jetzt zu dem Spiel zu sagen. War, wie gesagt, nicht so aufregend, aber halt mal ein unaufgeregtes 2-0 ist ja auch nicht das Schlechteste. Waren auch nur wieder 1700 da. Ja, und, okay. Ja, und wenn das so 18 Fans waren das ja so 1%, oder? Gästefans. Das stimmt, ja. Also ich glaube jetzt auf, wo war es, bei Liga 3 online, da haben sie ja immer so die Anzahl der Gästefans, da haben sie 20 geschrieben. Okay. Das Lustige war ja, dass am Anfang, wir hatten sie ja durchgezählt, man kann sie ja tatsächlich sogar von der gegenüberliegenden Tribüne durchzählen, da waren es genau 12 Leute, aber da kamen tatsächlich im Lauf der ersten Hälfte kamen dann noch mehr rein. Ich weiß nicht, ob die, weiß ich, im Stau standen am Samstag oder der Zugverspätung hatte oder ob die so lange an der Bratwurstbude standen, weiß ich nicht. Ja, wobei als wir in Lotte gespielt haben und ich letzte Saison da war, das war ja unter der Woche, waren wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, also ich mache mich da über die nicht lustig, um Gottes Willen. Finde es ja ganz sympathisch, dass es auch noch andere gibt, die nur mit kleinem Auswärtssupport unterwegs sind. Genau. Hatten wieder ihre Minions-Fahne mit und Ja, das muss man sagen. Die paar Leute hatten dann aber tatsächlich dann irgendwie, weiß nicht, ich glaube zwei Banner und mehrere Fahnen und so. Also dafür waren sie eigentlich ganz gut ausgestattet. Das stimmt. Gut gehört hat man sie jetzt nicht, ne? Nee. Ah, apropos gehört. Ich habe auch nichts gesagt. Das fiel dann tatsächlich auch bei dem Spiel in Kaiserslautern auf, dass man zwischendurch den Wehner-Anhang konnte man sehr gut hören, in der Fernsehübertragung zumindest. Gut, das kommt immer ein bisschen drauf an, auch wie die Mikros dann gerade stehen oder sowas, aber man konnte tatsächlich deutlich hören, sowas wie ohne Wehen ist hier gar nichts los und lauter solche Sachen. Also da, und während die Westkurve doch ziemlich verstummt war da. Aber gut. Gut, das hängt ja dann auch immer davon ab, wo die ihre Mikros aufstellen, beziehungsweise wie die dann regeln, aber. Sage ich ja gerade, ja. Ja, genau. Okay. Dann schauen wir doch mal auf die Tabelle, oder? Yes. Hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel getan. Der Punkt letzte Woche gegen Kaiserslautern hat uns natürlich jetzt da nicht viel weitergebracht. Jetzt mit dem Sieg haben wir immerhin einen Platz gut gemacht, nachdem Rostock gegen gestern Abend nur 1-1, was heißt nur 1-1, immerhin 1-1 gegen Osnabrück gespielt hat. Ich glaube, sie haben sich geärgert. Sie hätten eigentlich, glaube ich, gewinnen wollen können, scheinbar. Ich habe es nur gelesen.
Ja. Aber ja. Osnabrück ist ja immer noch Tabellenführer. Karlsruhe mittlerweile auf dem zweiten Platz angekommen. Uerdingen auf dem Relegationsplatz. Ja, und da geht es so punkteweise danach Haching und Halle. Münster ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Die waren ja bis vor kurzem noch Zweiter. Und dann Wien und Rostock. Das ist so, ja, danach ist dann so ein kleiner Abstand von 4 Punkten momentan dann auf 1860. Der Rest dann auch so im Punkteabstand geht es dann weiter. Eigentlich bis auf Platz 19 kann man sagen. Und dann schon mit einigem Abstand Eintracht Braunschweig. Weiterhin erst ein Saisonsieg. Gerade mal 10 Punkte nach 17 Spielen. Das ist schon ziemlich bitter. Schon 8 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Das sieht nicht gut aus. Ja, vor allem haben sie ja wieder kurz vor Schluss machen sie irgendwie das Führungstor und dann lassen sich doch mal wieder einen einschenken. Also ja. Bei denen ist so krass der Wurm drin diese Saison. Das tut echt aus der Ferne schon, weh. Schon das ganze Kalenderjahr eigentlich. Also ja, ja, klar. Die auch so seit dem komischen Abstieg. Ja. Oder beziehungsweise also alles, was in diese Richtung ging schon. Ne? Ja. Ich habe die Zusammenfassung geguckt und ich glaube, Aalen hatte wirklich 2 Torschüsse. Ja, die hatten einen am Anfang und dann den einen am Schluss. Ja, den sie noch reingemacht haben. Das war auch dann wirklich so, also da hast du auch, ich meine, klar, die haben halt wirklich, die spielen jetzt nicht so gut, aber die haben halt auch immer, ja, so ein Pech oder halt immer so einen Nackenschlag wieder und ja, dann kommst du natürlich da unten nicht raus und ja, eine miserable Punkteausbeute. Ja. Dann, ja. Ich wollte zu uns noch sagen. Ja. Wir hatten ja lange Zeit sehr viel Gegentore. Jetzt haben wir in den letzten 5 Spielen 4x0 gespielt in der Liga. Mhm. Und dementsprechend sieht auch unsere Gegentorbilanz jetzt etwas angenehmer aus. Also sind natürlich nicht weniger geworden, aber natürlich im Verhältnis ist es besser. Und jetzt gibt es auch einige Mannschaften, die dann da deutlich mehr Gegentore haben. Natürlich gerade die weiter unten stehen, aber ja. Auch Rostock zum Beispiel hat mehr Gegentore wie wir. Und da haben sie sich deutlich stabilisiert. Und ja, jetzt auch mit wechselndem Personal, ne? Genau, ja. Also das war tatsächlich ganz gut. Obwohl da auch in der Abwehr dann ein bisschen gewechselt werden musste. Wenig zugelassen, ja. Hast natürlich auch mit, ich sag mal, mit Zwick, also Fortuna Köln ging ja gar nichts. Und also von Kölner Seite aus und jetzt auch Lautern und Lotto sind natürlich alles Gegner, die jetzt nicht so offensiv stark sind, aber trotzdem musst du die natürlich auch erstmal zu null halten, ja. Ja, na klar. Genau. Und der Haching ist noch ganz skurril. Die hatten ja irgendwie zwischendurch, ich weiß nicht, wie viel waren es, ich glaube 7 Unentschieden hintereinander. Und dann jetzt dafür die letzten 3 Spiele gewonnen und alle mit 5 Toren. Da ist dann der Knoten mal richtig geplatzt. Ja, haben wir jetzt auch den besten Sturm oder die meisten Tore erzielt. Das freut sich. Das 1 sogar mit 6. Ich glaube, die haben ja direkt nach uns gegen Fortuna, die haben ja dann 6-0 gewonnen. Ne? Ja. Ja. Und dann war dieses 5-4 oder irgend sowas gegen Jena, glaube ich. Und jetzt 5-0 gegen Kaiserslautern. Ja genau, die haben ja immer die Mannschaft, unseren letzten Gegner haben die ja immer danach. Ja, das ist halt das Bittere, wenn du gegen Lautern kein Tor schießt und dann kriegen die so eine Klatsche und auch Jena, wo du dann daheim sich so dumm anstellst. Ja. Naja. Na gut. Ja. Dann gucken wir mal, was so noch jetzt bis Weihnachten auf dem Programm steht. Da haben wir jetzt am kommenden Samstag einen dicken, wie sagt man, einen dicken Brocken. Ein dickes Brett. Ein dickes Brett zu bohren, ja. Auswärts in Osnabrück, die ja, wie gesagt, Tabellenführer sind und eine sehr gute Saison spielen. Letztes Jahr, ich habe nochmal nachgeguckt, die waren tatsächlich 17. Die waren auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz letztes Jahr, der dieses Jahr ja eben nicht mehr reichen würde. Und die sind aber irgendwie gut rausgekommen aus der Nummer. Also haben irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht genau beobachtet, irgendwie, ob die da jetzt, was die mit ihrem Kader oder sowas angestellt haben, aber die spielen bis jetzt eine bockstarke Runde. Letztes Jahr haben wir ja beide Spiele hoch gegen die gewonnen, irgendwie mit 4-0 und 5-1. Damit rechne ich diesmal nicht.
Aber was hat es denn damit eigentlich auf sich? Das ist doch jetzt das dritte oder vierte Jahr in Folge oder drei der letzten vier Jahre so, dass derjenige, das Team, das gerade über dem Strich steht, im nächsten Jahr dann aufsteigt, oder? Das war doch mit Darmstadt so, die abgestiegen waren und dann nur drin geblieben sind wegen Lizenzentzug. Das war mit Paderborn so. Die Darmstadt ist jetzt schon ein bisschen her, ja. Darmstadt aber, wollte ich gerade sagen. Das, ja gut, aber bei Paderborn war das doch auch so. Paderborn war weg, dann ist 60 durchgerauscht ja. Und dann sind die hoch. Das ist doch, also dann ist es alle zwei Jahre so, keine Ahnung. Das ist doch nicht normal. Ja, bloß bei uns hat das nicht hingehauen. Ding auf der Spur. Als wir da fast abgestiegen wären, okay. Dann sind wir im nächsten Jahr. Ja, aber wir waren ja dann nicht über dem Strich. Wir haben ja noch zwei Teams hinter uns gelassen dann. Ach so. Weil wir ja durch das eine Tor. Ja, ja. Ich gucke das mal nach, wie das wäre letztes davor oder wie das davor war. Ja, okay. Da besorgst du uns nochmal die Wunderstatistik. Ja, aber genau, die sind jedenfalls, da spielen wir am Samstag um 14 Uhr in Osnabrück. Dann haben wir nochmal ein Montagsspiel, 19 Uhr am 17.12. gegen Uerdingen, die ja aktuell Dritter sind, also noch ein Knaller zum Hinrundenabschluss. Und dann gibt es direkt vor Weihnachten und vor der Winterpause nochmal ein Heimspiel. Das ist dann das erste Rückrundenspiel gegen Aalen, freitagabends, 19 Uhr. Die ihrerseits gerade Vorletzte sind. Ja, gut. Aber wenn wir dranbleiben wollen, brauchen wir da schon noch ein paar Punkte. Bleibt unwidersprochen so stehen. Was soll man da noch sagen? Micha, du hast doch immer so schöne Vorhersagen. Wie viele Punkte holen wir aus den drei Spielen? Neun. Wer hat gerade 9 gesagt? Der Micha. Nein. ich würde sagen, wir holen in Osnabrück einen Punkt. Aalen ist natürlich ein Tipp, ist natürlich ein Spiel, wo man eigentlich denkt, wir gewinnen das, was er aber gegen, wir sind ja scheinbar daheim auch schon zweimal gestolpert. Nee, ich sag mal Aalen, doch Aalen gewinnen wir. Und Uerdingen, ja, schlagen wir die. Ja, Uerdingen kann ich nicht tippen, weil die sind mir so unsympathisch. Das ist, also mit diesem ganzen Gedöns, wie die überhaupt in die Liga kamen und ihrem Geld, dass sie dann irgendwelchen verdienten Spiel, also Alter, warum kannst du unsympathische Teams nicht tippen? Ja, da bin ich nicht so objektiv genug. Du tippst gerade unsere Spiele durch und sagst, bei Uerdingen bist du nicht objektiv genug. Ich würde mir schon anmaßen, dass ich das einigermaßen einschätzen kann, aber ja, also Uerdingen ist halt auch so eine Mannschaft, die dann oft noch so gegen Ende so Spiele dreht oder gewinnt. Die hatten jetzt aber auch eine Phase, ich glaube, die hatten dreimal verloren, jetzt haben sie dreimal gewonnen wieder, ne? Irgendwie so. Kann sein, ja. Und ich glaube, immer 2-0. Ja, die gewinnen viel, aber nicht so hoch meistens, ne? Ja, ja. Also auch schon Anfang der Saison. Ob du jetzt in der Besetzung... Ja, okay, um es abzukürzen, ich würde sagen 5 bis 6 Punkte. Ja, mit 5 bis 6 Punkten werden wir allerdings nicht viele Plätze gut machen, sage ich mal. Gut, wenn wir Plätze gut machen wollen, dann würde ich sagen 7 bis 9. Nein, das ist jetzt einfach mein Gefühl, weil wir mit dem Personal, das wir haben, also auch ein Leuch und ein Schönfeld gefallen mir tatsächlich ganz gut. Wenn jetzt ein Titch Rivero nochmal fit würde, wäre das natürlich gut. In Osnabrück ist es natürlich, so wie die gerade drauf sind und wenig Gegentore kassieren, klar, da kannst du auch 1-0 gewinnen. Ja, aber ich, also wie gesagt, ich würde jetzt mal 5 bis 6 Punkte, ist meine Vorhersage. Okay, gut. Dann werden wir davon in der nächsten Folge berichten. Vor Weihnachten wird es sicherlich keine mehr geben. Und dann kommen wir mal zu den News oder was wir sonst noch so rund um den Verein haben. Vor allem gab es da die Mitgliederversammlung, ich habe es vorhin schon erwähnt, letzte Woche am Donnerstag.
Der SVW 1926 Taunusstein e.V., wie der Stammverein ja heißt. Der hat, es gab Wahlen. Wenig überraschend wurde das Präsidium für die nächsten 2 Jahre wiedergewählt. Also Präsident Markus Hankhammer, Vizepräsident Jürgen Fladung und weiterer Vizepräsident Dr. Thomas Bröckel. Das ist die bereits bekannte Konstellation. Ja, ich glaube nicht, dass da gibt es überhaupt Gegenkandidaten? Wahrscheinlich nicht. Dann gab es ein paar Vertragsverlängerungen. Zum einen ist Nico Schäfer, der bisher ja einer von 2 Geschäftsführern ist. Der ist jetzt Sprecher der Geschäftsführung und außerdem ist der Vertrag jetzt unbefristet. Er hatte vorher wohl auch einen befristeten Vertrag und der ist jetzt dauerhaft hier. Da würde ich sagen, auch genau. Das, gute Entscheidung. Genau, der zieht jetzt auch um, also der wird dann jetzt hier heimisch, ja. Der hat bisher, hat er noch gependelt aus Berlin hierher oder wo war der her? Ich glaube, der hatte einfach eine, irgendwie wahrscheinlich eine kleine Wohnung oder so. Ich habe nur mitbekommen, dass der jetzt irgendwie nach Idstein zieht oder was. Und dann, okay. Also es klang jetzt so, als hätte er dann so, war das jetzt vorher so eine Lösung, wo er nicht genau wusste, wie lange er hier bleibt und jetzt scheint er sich dann doch dazu entschieden zu haben, eben. Ja. Ja, wenn ich mich recht erinnere, war ja ursprünglich, kam er auch mal nur für, weiß ich nicht, für ein halbes, dreiviertel Jahr hatten sie ihn ja anfangs engagiert und dann wurde das ja dann ausgedehnt und jetzt offensichtlich unbefristet. Also ich finde das top. Also es ist neben der anderen Vertragsverlängerung, die gleich noch kommt, das sind die Weichen, die du eben brauchst. Absolut. Damit du in die richtige Richtung eben fahren kannst, ja. Genau, und was uns noch mehr freut, obwohl wir uns über Nico Schäfer schon freuen, ist natürlich, dass Rüdiger Rehm und sein Co-Trainer Mike Kranich ihre Verträge um 2 Jahre verlängert haben. Die wären jetzt am Saisonende ausgelaufen und die bleiben uns jetzt bis hoffentlich mindestens 2021 erhalten. Das ist natürlich, also wir hatten es schon geahnt, weil es klang neulich so bei dem Fantreffen schon so ein bisschen, dass auch Rehm schon durchaus irgendwie so seine Pläne für die Zukunft und wie er die Mannschaft weiterentwickelt und dies und das. Das hörte sich schon so ein bisschen an. Ich hatte ja dann direkt mal nachgefragt, ob er schon irgendwie vielleicht eine Vertragsverlängerung uns Fans da bei dem Treffen als Goodie mitgeben konnte. Das haben sie sich jetzt für die Mitgliederversammlung aufgehoben. Aber das ist natürlich. Ja, wisst ihr noch, ja, wie wir vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so hier im Podcast gesagt haben, das wird garantiert der erste Trainer, der hier seinen Vertrag erfüllt. Ja. Und ja. Wenn jetzt nicht irgendwas in nächster Zeit gravierend dazwischen kommt, wird er auch der erste, der länger als 2 Jahre am Stück bei uns arbeitet. Also seit SVW in Gino, Wiesbaden. Oder? Hat Gino auch nur unter 2 Jahren? Ah, warte mal, nee. Das weil gefühlt war der irgendwie sehr lang im Vergleich zu allen anderen. Ja, also Gino hat uns übernommen, da waren wir auch ganz unten, dann hat er uns da rausgeführt, im nächsten Jahr wären wir fast aufgestiegen. Dann hat er uns wieder da runtergeführt. Dann hat er es wieder runter, also es waren wahrscheinlich so knapp 2 Jahre. Es waren 2 Jahre und 5 Tage. Ach, ja, guck mal, so. Ey, was ich alles weiß. Ja, Februar war häufig hier so schon die kritische Zeit. Der Lethieri kam am 10. Februar und ging 2 Jahre später am 15. Februar. Und dann, Demand flog im März, Fröhling flog auch im Februar. Ja, im Februar mal 4 Spiele. Ja, und Rehm ist jetzt auch seit 13. Februar des letzten Jahres da. Genau. Ja, und macht es für uns alle und Sonja etwas entspannter, wenn in der zweiten Liga ein Trainerjob frei wird. Ja, oder es läuft am Ende wie bei Fortuna Köln. Ne? Ja, würde ich nicht, also da bin ich relativ entspannt. Also wenn er vorzeitig geht, dann sicherlich noch nicht dieses und nächstes Jahr. Also da müsste schon irgendwie, keine Ahnung, eine Erstligist oder sowas kommen. Ansonsten, so schätze ich Rehm ein, geht jetzt nicht einfach, nachdem er jetzt gerade hier gesagt hat, er bleibt länger und baut hier das Ganze hier weiter auf, dass er dann beim erstbesten Zweitligisten dann weggehen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, denkt man immer von Trainern, aber gut. Ja,
klar. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier bleibt, ist auf jeden Fall höher geworden. Genau, also. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann. Was gab's denn noch? Was gab's noch? Was gab's noch? Dann hat man den U19-Spieler, Jonah Leibold. Den hatten wir hier schon mal erwähnt, weil der war, glaube ich, zu mal irgendeinem Lehrgang von der Juniorennationalmannschaft schon mal eingeladen. Der hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben. Und wie ich hörte, trainiert er sowieso schon regelmäßig irgendwie bei den Profis mit und soll jetzt irgendwie ab Januar wohl irgendwie fest dazugehören. Und, oder wahrscheinlich dann schon ab Trainingslager. Und ja, dann ab Sommer, dann ist er wahrscheinlich dann auch aus dem A-Jugendalter raus, soll er wohl fester Bestandteil des Profikaders dann sein. Ob das jetzt nur so einen, ob er da tatsächlich auch spielt, müssen wir dann sehen. Ne? Ich meine, wir hatten ja schon öfter mal Spieler, die dann aus der Jugend dann einen Profivertrag bekamen, aber dann sich leider nicht durchsetzen konnten oder vielleicht auch nur für die U23-Regel da waren. Aber hoffen wir mal. Wäre natürlich schön. Bei Leibold habe ich mir sagen lassen oder wurde mir zugetragen, der ist schon seit der U11 da, also ist auch schon jetzt nicht erst, keine Ahnung, seit 2 Jahren von irgendeinem anderen Verein hergeholt worden, sondern schon richtig lange da und hatte wohl auch zwischendurch schon Angebote zum Wechseln. Ist aber nach wie vor bei Wien und ja, wäre natürlich toll, wenn er es schafft, auch da in der ersten Mannschaft zu Einsätzen zu kommen. Gut, dann gibt's noch was Neues zum Stadionausbau. Ich muss hier gerade mal kurz scrollen in meinen Notizen. Oh, ich glaube, ich habe hier an meinem Mikrofon geraschelt. Sorry. Och, nur ein bisschen. Das war das Kabel, weil ich mich hier so gebeugt habe. Also, es gibt einen Plan. Also was man dazu sagen muss, das hat man ja auch neulich schon beim Fantreffen schon gehört, das wurde jetzt wohl auch nochmal erzählt, das ist wohl ein bisschen schwierig zum einen hier bei den Behörden, also irgendwie Bauamt oder wie auch immer das heißt, der Stadt Wiesbaden, da hat jetzt wohl in den letzten Jahren häufiger wohl der zuständige Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin gewechselt, ich glaube mittlerweile schon irgendwie den vierten oder die vierte. Und im Prinzip fängt man dann jedes Mal von vorne an mit den Leuten dann irgendwie die Sachen dann klar zu machen. Das ist scheinbar wohl nicht so, dass man mal sein Zeug abgibt und das läuft dann von alleine weiter. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Also ich habe noch nie sowas damit direkt zu tun gehabt. Aber das macht die Sache wohl schwierig. Und dann hat sich wohl auf die Ausschreibung wohl überhaupt niemand gemeldet. Es haben dann tatsächlich wohl selbst irgendwelche Bauträger oder Baufirmen angeschrieben und gefragt, warum das nicht ob sie nicht wenigstens ein Angebot abgeben möchten. Und da kam wohl dann teilweise dann zur Antwort, dass die halt so voll mit Aufträgen sind, dass sie noch nicht mal dazu kommen, Angebote zu schreiben. Also so der Bauboom ist dann halt jetzt auch ein Problem an der Stelle. Dass so ein Tribünenbau jetzt für viele größere Bauträger wohl nicht attraktiv genug ist. Die bauen dann halt lieber sich ganze Wohnblocks oder Hochhäuser oder ganze Stadion oder was weiß ich, was die bauen. Jedenfalls ist da so eine publige Tribüne offensichtlich nicht spannend genug, dass die sich darum reißen würden. Vielleicht sollten wir das machen. Eine Tribüne bauen. Jawohl. So wie Nico Schäfer hat auch gute Kontakte zur Union Berlin, das haben das doch auch selbst gemacht. Das stimmt, ja. Ob du da hier viele Leute mobilisierst, würde ich spontan bezweifeln. Wir und die Fanbeauftragten, geil. Ja, ich auf dem Bau ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die beste Kombination. Also ich würde sagen, jeder, der eine Karte für das Weihnachtssingen kauft, der geht automatisch so ein Knebelvertrag ein, dass er da dann bei der Tribüne... Das ist eine unfassbar gute Idee. Ja. Ja, gell? Ich setze mich dafür ein. Geil. Dass das also auch so ganz klein gedruckt ist. Allerdings ist die Krux schon in deiner Formulierung. Ich glaube, niemand kauft eine Karte für das Weihnachtssingen. Ja, aber wenn du sie nimmst oder wenn du die einlöst, die Karte, dann hängst du drin. Ja, kommst von wegen raus, kostet kommst, nichts. Kommst erst raus, wenn die Tribüne steht. Aber reicht das dem DFB theoretisch, wenn man sagt, ja, tut mir leid, also wir würden ja gern bauen, aber es kommt halt keiner, der es macht? Lass mal die Tribüne, wie sie ist, Jungs. Ich hätte da nichts dagegen erstmal. Ja, weiß ich nicht. Ich kann dir vielleicht nochmal kurz erwähnen, wieso hier der
Zeitplan momentan so grob geplant ist, der Zeitplan geplant ist, das wäre jetzt natürlich auch fantastisch formuliert. Ja, hau raus. Also, ab März soll mit dem Rückbau ist auch schön, also mit dem Abbau der Westtribüne begonnen werden. Das geht wohl relativ schnell. Ich meine, gut, diese Container- und Stahlrohrkonstruktionen wieder abzubauen, ist wahrscheinlich dann irgendwie innerhalb von einem Monat oder so erledigt. Und dann Baustelleneinrichtung. Ach nee, Rückbau bis März, so muss es heißen. Also es geht wahrscheinlich dann irgendwann jetzt nach der Winterpause soll das wohl losgehen und bis März soll die dann weg sein. Dann bleibt noch eine Kapazität von 9.000 oder gut 9.000 Zuschauern. Sollte uns für die dritte Liga ausreichen. Und dann sollen nach und nach die Blöcke wohl gebaut werden. Also das soll wohl 5 Blöcke dann ergeben. Und die ersten sollen dann im Oktober fertig werden. Die ersten 2, dann Block 3 und 4 bis Dezember. Und der letzte dann im Januar kommenden Jahres. Und dann die komplette Fertigstellung, weiß nicht, was da noch passiert, Dach drauf oder sowas. Dann im März 2020. So ist wohl aktuell geplant. Also Januar übernächsten Jahres, meinst du? Ja, na klar. Ich habe übrigens diesbezüglich mit dem Volker kurz gesprochen und der meinte, komplette Stehplatztribüne, nur ein Block wird Stehplatz. Ja, also das hat sich wohl auch schon mal das eine oder andere Mal geändert. Und wie wir jetzt auch gehört haben, sollten wir dann tatsächlich aufsteigen, müsste auch die Südtribüne irgendwie umgebaut werden, weil die Tribünen ansonsten zu nah am Spielfeld sind. Also da braucht man wohl mehr Abstand und sonst irgendwie wegen Sicht und weiß ich nicht was, also Auflage, zweite Liga. Also im Falle eines Aufstiegs wäre es nicht mit der Westtribüne getan, sondern auch die Südtribüne würde irgendwie in irgendeiner Form angefasst werden. Die schieben sie 2 Meter nach hinten oder was? Wie auch immer, weiß nicht, vielleicht kommt da der Kran und schiebt die oder zieht die einfach darüber, ja. Okay, also das zum Stadion. Gerade mal gucken, was habe ich hier noch. Dann. Achso, genau, hier in der Ecke zwischen Nord- und Westtribüne. Die soll sogar mit 2 Geschossen gebaut werden und da sollen dann irgendwie Büros rein. Wenn ich mich recht erinnere, soll da auch, glaube ich, dann die Polizei da ihre kleine Polizeiwache haben. Das ist wohl ab zweiter Liga wohl auch vorgeschrieben, dass es eine feste Wache gibt. Aber das wäre dann vielleicht lustig, wenn sie die Fenster dann zum Spielfeld rausmachen, dann können dann vielleicht die, Randalierer und Pyrozünder können dann halt von da aus weiter gucken. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird. Ich glaube, wir müssen mal demnächst ein Interview mit dem Jürgen Fladung machen. Ich glaube, der ist da der verantwortlich, was die ganze Planung da angeht. Da müssen wir mal nachfragen, wie auch das mit Bestuhlung und wie viele Sitzplätze und Stehplätze da drauf kommen. Das müssen wir alles mal rausfinden. Okay. So. Ein schönes Zitat ist mir hier noch überliefert. Von Markus Hankammer, meinte wohl so in Richtung Rehm. Rüdiger, ich habe in meinen 10 Jahren schon etliche Trainer hier kennenlernen müssen und einige hätte ich mir lieber erspart. Das fand ich nett. Hätte auch uns lieber erspart, aber gut, nachher ist man immer schlauer. Was war denn der zweite Satz und jetzt bist du hier, oder was? Nee, hey, ich meine offensichtlich, nein, keine Zitat, Ahnung. Zitat Ende. Ja. Zitat Ende ist ja auch viel sagen. Ja, so. Gut, aber das kann doch jeder Vereinschef sicherlich sagen. Ja. Gut, ist ja vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik, ne? Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Trainer einstellt, ohne dass er da sein Okay dazu gibt. Ja, klar. Ja. Okay. Das soll es mal gewesen sein. Wie heißen Sie, Demann? Sind Sie hier der neue Praktikant? Dann zum Thema neuen Stadionsprecher können wir leider
noch nichts Neues definitiv verkünden. Hatten wir letztes Mal ja so angeteasert, aber das zögert sich noch ein bisschen raus. Aber ich denke mal, bis zu unserer nächsten Folge gibt es da was zu vermelden. Dann gab es noch ein weiteres Testspiel. Das lief so unter dem Begriff Förderteam. Das hatten wir irgendwann auch schon mal erwähnt, wo halt ja eigentlich so aus den beiden ältesten Nachwuchsjahrgängen, also der U19 und der U17, Mannschaften dann oder Testspiele bestritten werden unter Leitung dann vom Rehm und Kranich, also den Trainern der ersten Mannschaft. Und da war jetzt zu meiner Überraschung, die haben wir jetzt gespielt, gegen wen? Lass mich gerade nochmal nachschauen, hab schon wieder vergessen. Sekunde noch. Das Förderteam. Ja. Wieso? Ach, was war das? War unentschieden, gell? Ja, gegen. Nee, haben gewonnen gegen Gonsenheim. Aber die erste Hälfte haben eigentlich nur Profis gespielt. Halt so die jetzt halt in der ersten Mannschaft oder jetzt in der Liga jetzt nicht so zum Zuge kamen in letzter Zeit oder vielleicht aus Verletzungen zurückkamen. Aber da spielten dann halt auch, was ich, Martinovic und ein Brandstätter und Dittgen, lauter solche Leute. Albrecht im Tor, Modica, Wachs und diese halt. Also im Prinzip komplette Profibesetzung in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit, da wurde dann getauscht. Da kamen dann halt Jugendspieler dann zum Einsatz, unter anderem der erwähnte Jonah Leibold. Und auch ein Testspieler, und zwar ein südkoreanischer Torwart, Min Hyok Song. Der war offensichtlich jetzt zum Tester, oder vielleicht ist er immer noch da, weiß ich nicht. Bin jetzt nicht beim Training. Aber das fand ich ja mal interessant. Weiß nicht, ob da jetzt eine Verpflichtung ansteht oder warum der jetzt getestet wurde. Habt ihr da irgendwas gehört? Nö. Nee. Nee, ich habe auch keine Koreaner im Stadion gesehen. Nee. Das geht ja manchmal schnell. Das stimmt. Ruckzuck ist ein koreanisches Fernsehteam da. Nachdem die Chinesen ja nicht mehr in die Regionalliga kommen. Ja, schlimm. Genau. Okay. Dann gab es gerade heute noch eine Meldung, dass ein weiterer Jugendspieler zu einem Lehrgang einer Nationalmannschaft eingeladen wurde. Und zwar diesmal der griechischen U19-Nationalmannschaft. Und wie heißt unser Talent? Vasilios Polychronakis. Richtig schöner griechischer Name, Vasilios Polychronakis, ist bei der griechischen U19. Demnächst. Ja, gut. Toll, oder? Hellas. Genau. Ansonsten, griechische Nudeln könnte ich mal wieder essen, ey, geil. Okay. Ah, Gyros. Okay, mehr Klischees. Ich trinke Uso, was machst du so? Nicht Klischees, total lecker. Ja, okay. Okay, bei der nächsten Aufnahme, die wir zusammen machen, gibt's Uso. Oder wir gehen vorher griechisch essen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oder wir nehmen erst auf und gehen dann zusammen zum Griechen. Und nehmen auch dann nochmal auf. Und dann kann man vergleichen, was besser dann ist. Dann nehmen wir die Hassrubrik auf. Richtig, beim Griechen, mit dem Griechen. Ja, mit dem Griechen, genau. Okay. Gut, ich glaube, da schweifen wir jetzt gerade ab. Ansonsten noch ein ganz kurzer Blick auf die Jugend. Die U19 steht eigentlich ganz gut da, hat auch ein paar Spiele gewonnen, sind weiterhin Zweiter hinter Offenbach. Bei der U17 in der Junioren-Bundesliga sieht es nicht ganz so gut aus. Die haben jetzt zuletzt zweimal dick auf die Ohren bekommen. Letzte Woche im Heimspiel gegen Bayern München 0-4 und jetzt in Frankfurt bei der Eintracht sogar 0-6 verloren. Das ist natürlich nicht schön. Sie stehen, glaube ich, momentan auf dem ersten Abstiegsplatz, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich habe jetzt gesehen, die spielen jetzt am Wochenende in Unterhaching, die einen Punkt vor ihnen stehen. Das wäre gut, wenn sie das nicht verlieren. Ja. Idealerweise natürlich gewinnen. Da könnte man sich da wieder ein klein bisschen Luft verschaffen.
Hier hatte ich neulich noch einen Artikel. Wo kommt der hier her? Traumziel Nationalspieler. Hatte ich den da reinkopiert oder hat den einer von euch hier noch dazu? Ich glaube, ich hatte den da neulich mal reinkopiert. Ist schon ein paar Tage alt, aber genau, da ging es noch um ein Nachwuchsspieler aus der U15. Bei fupa.net haben sie immer mal solche Artikel. Das finde ich immer ganz nett. Den verlinken wir einfach mal in den Shownotes. Wer da sich da interessiert, kann da nochmal reingucken. Ich habe gerade noch was zu Mini Heok Song gefunden. Ah, okay. Da steht, dass der 24 ist und in seiner Heimat beim Erstligisten Yeonam Dragons FC unter Vertrag ist, aber derzeit an den Zweitligisten Daejeon Citizen FC ausgeliehen ist. Ja, das also habe ich kürzlich auch gelesen. Der ist von dem Erstligisten an Zweitligisten ausgeliehen und macht aber bei uns dann ein Probetraining. Ja. Das oder boah. Ja, würde mich auch interessieren, wie da jetzt da die Verbindung zustande kam. Wie kam der jetzt ausgerechnet hierher? Und genau. Da müsste man eigentlich auch mal nachfragen. Und wird Steffen Vogler bald in Südkorea Torwarttrainer? Oh. Torwarttrainer der koreanischen Nationalmannschaft, Steffen Vogler. Geil, und dann so total verehrt mit so riesengroßen Plakaten überall von ihm. Ja, nach der neue Oli Kahn. Ja, gab es doch damals so zur WM-Zeit, gab es doch da diese riesen Oli Kahn-Figur über so eine Autobahn irgendwie so drüber irgendwie und diese Riesentransparente dann, weil der war doch da der Megastar, ne? Ja, so in etwa stelle ich mir das vor. Ja, zu Recht. Okay, dann haben wir noch ein paar andere Kleinigkeiten oder beziehungsweise ein paar Hinweise auf weitere Artikel, die ich auch in die Shownotes packen werde. Es gab heute erschien ein Interview mit unserem Alf Minzel, jetzt so anlässlich des Aufeinandertreffens mit Osnabrück, denn dort spielt ja der einzige Spieler, der noch mehr Drittligaspiele hat als er, Tim Danneberg, der hat aktuell, ich glaube, 4 Spiele mehr. Ja, und halt so das Thema Oldie und jedes Jahr spielt er ja doch wieder und dies und das und wie lange noch und was kommt danach und so, aber ist ja immer lesenswert, ne? Alf kann man sowohl immer zuhören als auch immer lesen. Ja, warum denn nicht? Was lachst du? Holen sich jetzt die neue Alf. Ja. Dann gibt's noch Neues aus Frankfurt. Da gab es einen Gerichtstermin, weiß nicht, gab es einen Prozess oder eine Verhandlung oder wie nennt man das, als im Nachgang zu dem letzten Aufeinandertreffen oder war es sogar das vorletzte Aufeinandertreffen? Ich glaube, es war das letzte in Frankfurt. In Frankfurt, ne, das letzte Mal war doch letztes Jahr im Hessen-Pokal. Ich glaube, das ist schon länger her, als die noch in der Liga gespielt haben. Ja, das letzte Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt war das. Nee. Nein? Na, danach gab es nochmal, da waren die schon abgestiegen und da haben wir da letzten Winter im Hessen-Pokal gespielt. Das war auch in Frankfurt. Aber ich glaube, das war doch ein Dezember-Spiel, oder? Dann war das die Hinrunde von deren Abstiegssaison, weil wir hatten noch das allerletzte Heimspiel gegen die. Genau, ja, richtig. Das meine ich. Ja. Ja. Aber es war nicht das letzte Spiel in Frankfurt, weil da haben wir noch... Danach kam der Hessen-Pokal. Genau. Egal. Jedenfalls, um das nochmal den Hörern jetzt gerade nochmal zu erklären, worum es überhaupt geht, da gab es ja damals diese bisschen überzogenen Diss-Aktionen, wo sie dann irgendwie das ganz lustig fanden, da irgendwie eine Riesentransparent irgendwie Bornheimer Schweine aufhängen oder sowas ähnliches stand da drauf. Das hatten sie dann irgendwie groß an die... an die Geschäftsstelle oder ans Stadion irgendwo dran gehängt und ich glaube so noch eine Plastikpuppe oder eine Schaufensterpuppe oder eine so aufblasbare Gummipuppe. Irgendwie hat sie dann auch dann da irgendwie hingebaut. Was man halt daheim hat, gell? Was auch immer. Jedenfalls hat es das tatsächlich bis vor ein ordentliches Gericht geschafft und der junge Mann musste jetzt irgendwie eine Strafe zahlen von, ich glaube, 1.000 Euro, wenn ich das jetzt gerade noch richtig in Erinnerung habe. Wer da nochmal, also dieser Artikel in der Rundschau, der war ein bisschen eigenartig, aber wir verlinken dann trotzdem mal, kann sich jeder selbst noch ein Urteil zu bilden. Ist ein schönes Ausreden-Potpourri, kann ich nur empfehlen. Ja, ist auch, ich weiß nicht, der ganze Artikel ist so ein bisschen eigenartig aufgebaut, aber... Das kommt noch dazu, ich meinte ja auch jetzt inhaltlich. Ja, also mich hat er auch eher verstört als
informiert, der Artikel, aber. Genau, okay. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Dann haben wir natürlich noch das spannende Thema Regionalliga-Reform. Das ging jetzt mal wieder einmal durch die Presse. Und es fing eigentlich an damit, der Kicker hat berichtet, die Regionalliga-Reform steht vor dem Scheitern, weil jetzt diese Ad-Hoc-Arbeitsgruppe, die da irgendwie einen konkreten Plan oder zumindest einen Vorschlag erarbeiten sollte, wie man jetzt zukünftig die Aufstiegsregelung aus der Regionalliga in die Drittliga und das Ganze, wie man das gestalten sollte, die hat ihre Arbeit beendet. Beim DFB klang es dann aber so, ja, das war auch richtig so, weil die haben ihre Ergebnisse oder ihren Vorschlag vorgelegt und deswegen sind die jetzt fertig mit der Arbeit. Allerdings ist das Ergebnis doch eher ein bisschen dürftig. Also wenn ich das jetzt gerade noch richtig präsent habe, heißt es, wir bleiben bei den 5 Ligen, also in den 5 Regionalligen. Es bleibt bei den 4 Aufsteigern, so wie wir es jetzt dieses Jahr haben. Und es soll sich, glaube ich, Regionalliga Bayern und Regionalliga Nord, die sollen sich irgendwie einigen, wie die untereinander einen Aufsteiger ausmachen und die anderen haben einen festen Aufsteiger. So war es jetzt, glaube ich, formuliert. Und das müssten die dann halt jetzt irgendwie miteinander auskaspern. Ja, es gab da auch noch Vorschläge alternativ dazu, dass es 2 dritte Ligen gibt. Ja, aber das hat jetzt, glaube ich, nicht diese Arbeitsgruppe jetzt erarbeitet. Ne? Das waren dann, glaube ich, dann irgendwelche, weiß nicht jetzt, woher die kamen. Ich dachte, es gibt 3 Vorschläge. Einmal das Aufstocken, glaube ich, der dritten Liga auf 22 Mannschaften und dann 5 Absteiger. Mhm. Und irgendwie eine zweigeteilte dritte Liga. Also so wie es früher Regionalliga Nord und Süd gab. Und das andere war eben dann der Dings, ja, wir lassen es dann irgendwie so, wie es jetzt ist und wir lösen keine der Regionalligen auf. Okay, das andere habe ich jetzt tatsächlich, entweder ist das an mir vorbeigegangen und ich habe nicht gelesen. Ich habe das gelesen, dass das auch war, aber das wurde dann, glaube ich, auch relativ schnell im Keim erstickt. Was davor von der Arbeitsgruppe wohl irgendwie vorgeschlagen wurde, war als einzige Idee, dass sie die Nordostliga zerschlagen. In welcher Art auch immer. Genau. Und dass die Vereine vom Nordosten gesagt haben, nö, sehen wir gar nicht ein, machen wir nicht. Und da haben wir gesagt, ja, dann haben wir jetzt auch keine Idee mehr. Ja, brillant. Also einzigste, wie du es ja wirklich machen kannst, ist, wenn du alle Ligen zerschlägst. Einfach komplett neu einteilst. Ja. Nordost, Südost, Südwest und Nordwest und dann kannst du es ja immer noch die Grenze ziehen, dass es einigermaßen gerecht ist, was Anzahl der Vereine und so weiter angeht. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt auch nicht. Ja. Warum warst du nicht in der Arbeitsgruppe? Zu pragmatisch. Ja, ich hatte da abgesagt, weil ich andere Termine hatte. Ja, jedenfalls fanden die Drittligisten das jetzt auch nicht so prickelnd. Die hatten ja dem 4. Absteiger für dieses Jahr oder generell zugestimmt, quasi unter der Prämisse, dass es da eine vernünftige Regelung dann gibt. Und die haben sich dann offensichtlich Vertreter von den Drittligisten jetzt kürzlich dann hier in Wiesbaden, wahrscheinlich dann hier auf Einladung dann von SVW, getroffen und dann eine gemeinsame Erklärung verabschiedet und eben sofort eine Rückkehr dann zu 3 Absteigern. Und es gab jetzt ja auch eine Protestaktion jetzt am vergangenen Spieltag. Da haben alle Spiele mit 1 Minute Stillstand erstmal begonnen, während dann halt noch eine Erklärung dazu dann von den Stadionsprechern dann verlesen wurde. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also weiß ich jetzt momentan auch nicht, wie da jetzt die nächsten Schritte aussehen könnte oder ob wer da jetzt sich verantwortlich fühlt, da jetzt wieder konstruktiv zu werden. Ja, was ich noch sehr unangenehm fand, war danach gab es noch so ein Grindel-Interview, weiß nicht, MDR oder so hat das gemacht, so 3 Minuten oder so mit ihm. Ich habe es euch verlinkt, ich weiß nicht, ob man das unseren Shownotes wirklich antun will, keine Ahnung, musst du entscheiden. Aber wie er halt sagte, ja, das ist ein total komisches Demokratieverständnis von den Drittligisten und so.
Und also so sinngemäß sagt er dann so, ja, die sollen ja nicht so destruktiv so dagegen demonstrieren, sondern wir wollen hier zusammen Vorschläge machen und darüber reden und so. Wobei ich die Position der Drittligisten da komplett verstehe. Die haben gesagt, wir haben zugestimmt, ihr habt gesagt, ihr macht eine vernünftige Regelung, Meister müssen aufsteigen, fertig. Und das, er verwischt das jetzt wieder so, ja, müssen Kompromisse finden, darüber reden und die sollen da mal offener da drauf zugehen und so. So, ey, meine Güte, da hätte ich als Drittligist echt gekotzt, wenn ich das gesehen hätte oder als natürlich als Vertreter eines Drittligisten. Ja gut, was man von Grindel und seinen Wischiwaschi-Aussagen erhalten hat, das ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Ja, aber mit so einem hast du es ja dann zu tun, ja, als Drittliga-Vertreter. Das ist ja das Problem, ja. Er hat ja leider viel zu sagen. Ja, das ist ja so eine Donald-Trump-Politik, ne? Also man stimmt zu, geht einen Kompromiss ein und ist dann am Ende der Arsch, der nicht noch zu weiteren Kompromissen bereit ist. Also ja. Er stellt so dar, als wären die Drittligisten diejenigen, die sich querstellen, und dabei haben die ja überhaupt diesen Prozess ermöglicht. Und die haben im Prinzip den allerersten Kompromiss gemacht in der Geschichte. Genau. Ja. Genau, und ich finde, wobei ich schon finde, dass 4 Absteiger in der 20er Liga völlig in Ordnung ist. Aber ja. Aber Meister müssen noch aufsteigen, sonst hast du ja als absteigender Drittligist bist du ja echt sonst im Arsch. Das ist richtig, und gut, jetzt haben sie diese Regelung, gilt, glaube ich, jetzt diese und nächste Saison, ne? Oder noch 2 Saisons. Ich glaube, diese und nächste Saison, weil jetzt ist es so, dass Nord gegen Bayern den einzigen nicht festen Aufsteiger ausspielt, und danach ist es dann Nordost gegen West, ne? Irgendwie so, ja. Also die Südwest kommt 2-mal hoch und alle anderen eben im Wechsel dann fest und oder halt ausspielen. Und ich glaube, bis dahin, das heißt 19. bis Ende 2020, also ab Saison 2020, 2021 müssen sie dann die neue Regelung finden, ja. Gut. Ja, mehr habe ich zu dem Thema jetzt auch nicht. Ich habe noch eine Meldung heute gelesen zum 1. FC Kaiserslautern. Betrifft uns jetzt natürlich nicht direkt, aber so halt als Liga-Konkurrent ist das ja schon interessant, oder generell, wie es da eigentlich bei denen bestellt ist. Es ist ja jetzt nicht nur sportlich jetzt gerade ziemlich blöd für den Verein, dass sie halt jetzt abgestiegen sind und jetzt auch in der dritten Liga jetzt nicht gerade direkt um den Aufstieg mit vorne mit dabei sind. Die haben natürlich auch noch viele finanzielle Altlasten und befinden sich anscheinend, zumindest laut diesem FAZ-Artikel, mitten im Existenzkampf. Also wenn es da nicht irgendwie vernünftige Lösungen gibt, wie die da sich in Zukunft wirtschaftlich aufstellen oder finanziell aufstellen, dann könnte es da vielleicht noch weiter runtergehen. Also da wurde das als Beispiel auch noch, wer wurde genannt? Ich glaube Zwickau, die ja auch, wer hatte letztes Jahr Punktabzüge? Ja, ich glaube Zwickau wurde noch als Beispiel genannt, aber die stehen doch eigentlich ganz gut da, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Den Artikel verlinken wir jedenfalls auch. Aalen hatte Abzug. Das sind die einzigen, die Abzug hatten und drin geblieben sind. Richtig, ja. Was Chemnitz und Erfurt. Genau, ja. Aber was bei Lautern ja ist, die hatten doch diese Saison noch den, zum einen haben sie diesen Rettungsschirm vom DFB, diese 500.000 oder was. Mhm. Und dann hatten sie noch diesen Solidaritätsfonds von 600.000 oder 660.000 oder was weiß ich. Und klar, wenn die jetzt... Und trotzdem ist wohl irgendwie der Betrieb größtenteils auf Pump finanziert. Ja, genau. Und wenn die jetzt nicht aufsteigen, dann haben sie auf jeden Fall 1 Million weniger nächstes Jahr noch. Und ich glaube, die Stadt kommt denen ja auch schon immer weiter entgegen, was die Stadionmiete angeht, weil es ja sonst gar nicht funktionieren würde. Und ja gut, jetzt hast du natürlich auch noch einen Trainer, den du noch zahlst. Ja, ich glaube, der nächste Trainer, der kommt, muss dann irgendwie auch Geld mitbringen. Also sonst funktioniert es ja nicht. So wie in der Formel 1, wo die Nachwuchsfahrer irgendwie auch Geld mitbringen müssen. Genau. Ja, ja, okay, das wäre es so an diesen Nachrichten. Und dann haben wir natürlich hier noch das Weihnachtssingen anzukündigen. Yes. Ist es jetzt schon die Hassrubrik oder noch nicht? Naja, ja, ist es. Wir haben uns ja darauf geeinigt. Also sollen wir das noch aufheben für die Hassrubrik? Dann mache ich noch kurz hier die ehemaligen.
Gott, was haben wir denn noch alles? Wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden. Ja, Mist, ne? Dann ganz schnell. Saisonspende brauchen wir jetzt nicht, oder? Nee. Hat nicht viel getan. Nicht so viel, nee. Steht jetzt bei, meine Saisonspende steht jetzt bei aktuell genau 100 Euro. Aber da läuft ja noch was. Ehemalige. Ich habe neulich von Jonas Aquistapace gelesen. Der ist jetzt zum SC Verl gewechselt. Was ist denn das? Regionalliga West müsste das sein, ne? Jetzt im Oktober. Der war ja irgendwie bis letzte Saison bei Zwickau. Irgendwie hat er ja auch irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr einen neuen Verein gehabt. Mhm. Und dann ein anderer Verteidiger, der mal bei uns war und auch ebenfalls keinen besonderen Eindruck hinterlassen hatte, zumindest nicht bei uns, Fabian Franke. Der war zuletzt bei Halle und dann hat er wohl irgendwie noch ein bisschen beim SSV Mark Granstedt gespielt in unteren Ligen. Wir erinnern uns, das war der Steigbügelhalterverein da von Red Bull Leipzig. RB Leipzig. Rasenball Leipzig. Ja, Rasenballsport Leipzig. Ja, ja, also von denen halt. Wo Franke ja auch schon, ich glaube, zu Drittliga-Zeiten bei denen gespielt hat und da wohl auch in ganz guter Erinnerung ist. Und da macht er jetzt gerade irgendwie ein Praktikum und trainiert auch in irgendeiner Nachwuchsmannschaft. Also da, ja. Er hat immer Verletzungssorgen da gehabt, irgendwie mit einer Achillessehne. Ich glaube, bei uns ist er auch, weiß ich, die ganze Saison fast ausgefallen. Ich glaube, er hat nur eine Handvoll Spiele gemacht. Ja. Das noch so. Am Rande, da war auch neulich noch ein Artikel im Kurier, wo sie mal jetzt die Abgänge des letzten Sommers nochmal kurz beleuchtet haben, wie die so bei ihren neuen Teams so angekommen sind. Ja, können wir auch nochmal in den Shownotes packen, da habt ihr genug zu lesen über die Weihnachtsfeiertage. Okay, dann zum Abschluss fungiert das mal diesmal als Rubrik die Ankündigung des Weihnachtssingens. Hatten wir gar nicht so vor, das machen wir jetzt ganz spontan. Ja, ich rede schon die ganze Zeit. Sonja, erzähl mal, was läuft da? Ich sag dazu nichts. Du bist doch hier unsere Oberhassbeauftragte. Das ist zu einfach. Das habe ich auch, glaube ich, letztes Jahr schon gemacht. Ey, sollen den Scheiß lassen. Okay. Micha. Also geht ja weniger um die Aktion des Weihnachtssingens. Der kann ja, wer da Spaß dran hat, kann das ja gerne machen. Aber daheim? Ich halte jetzt die Klappe. Man kann das auch im Stadion machen, dann ist es ein bisschen ausgelastet, das arme Stadion. Was ich halt blöd finde, ist, dass der Verein hat wohl dann den Freitag als Wunschtermin angegeben für das Heimspiel gegen Aalen, weil eben an dem Sonntag das Weihnachtssingen sein soll. Und da wir jetzt vorher den Montag reinbekommen haben gegen Uerdingen, haben wir jetzt, und das ist ja zwei Heimspiele hintereinander sind, also der letzte Spieltag der Hinrunde und der erste Spieltag der Rückrunde, hast du jetzt eben montags und freitags in der Woche vor Weihnachten zwei Heimspiele abends und das ist, ich finde das, ich meine, das ist zweimal Flutlicht, das ist vom Prinzip ganz cool, aber... Aber es ist halt auch Mitte Dezember und schweinekalt. Ja, schweinekalt wird es noch nicht mal sein, aber ich habe halt, also die Woche vor Weihnachten ist ja generell auch eine, die für die meisten Leute vielleicht so mit ein bisschen Stress verbunden ist. Für mich ist dann auch die letzte Arbeitswoche im Jahr und ich finde das... Vielleicht muss man das eine oder andere Geschenk nach Feierabend noch kaufen gehen. Ja, und gehe ungerne dann am 22. würde ich dann ungern nochmal einkaufen gehen an dem Samstag, aber darauf wird es dann jetzt hinauslaufen. Das Spiel gegen Aalen samstags wäre sehr viel entspannter gewesen, fände ich. Und wenn man halt jetzt von diesem Termin des Weihnachtssingens, und man muss dazu sagen, scheiß DFB, ja, dass die dann auch noch dem Wunsch nachkommen, weißt du? Jeder Verein, der da Wünsche vorträgt, wird eigentlich ja gnadenlos ignoriert. Was fällt denen ein? Ja, die hätten das eigentlich auf Sonntag legen müssen, das Spiel. So, erst recht. Aber nein, also ich gehe davon aus, dass... Er steht noch eine Bühne im Mittelkreis, ja. Ich pfeife das trotzdem an. Dass der DFB wird ja den meisten Wünschen wahrscheinlich nachkommen. Das kriegt man dann ja nicht so mit, aber... Ja, ich finde es dann schon unglücklich, dass wir überhaupt so lange spielen bis kurz vor Weihnachten und dass man dann, es ist cool, dass man dann nochmal zwei Heimspiele hat, aber ja, ich habe jetzt meine Arbeitswoche da auch geplant und das war jetzt auch,
Es ging, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja, also ich könnte nicht hingehen, selbst wenn ich wollte, was ich nicht tue. Ich bin an dem Wochenende unterwegs. Ich werde auch das letzte Spiel da gegen Aalen verpassen. Aber um noch mal kurz hier Service für unsere Hörer, wer nicht ganz so negativ dem Weihnachtssingen gegenüber eingestellt ist wie wir, sondern das vielleicht ganz toll findet, das gibt's ja auch. Da waren ja letztes Jahr dann doch eine ganze Menge Leute. Es ist diesmal auch kostenlos. Es gibt Tickets über hr3.de oder direkt in der Britta Arena, also schon vorher. Und dann, ja, genau. Das nennt sich dann irgendwie auch HR3 Weihnachtssingen. Die sponsern das offensichtlich. Sie schicken auch mit Tobi Kämmerer, einen bekannten Moderator. Es spielen Glasperlenspiel, die Sängerin Fee und die Frankfurter Urban Club Band. Und singen das gemeinsam. Das hast du jetzt mit erstaunlich viel Abscheu gesagt. Glasperlenspiel habe ich schon mal gehört, aber ich weiß jetzt aus dem Stand jetzt nicht, was für eine Musik das ist. Fee kenne ich nicht und die Frankfurter Urban Club Band kenne ich auch nicht. Wie auch immer. Ist egal, die machen jetzt, die singen und spielen und machen Trollala und es geht los um 17 Uhr am diesen 23. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Wenn ihr dahin wollt, besorgt euch vorher ein Ticket, kostet nichts. Ja. Ich glaube, das war's. Achso, und die diverse Unternehmen sponsern da wohl halt und deswegen kann man das ja alles kostenlos machen. Super. Ja, und Sonja macht eine Sonderfolge Popmillionäre zu den drei Musikern oder zu den drei Bands. Das wär's doch. Auf jeden Fall. Aber wo ist schon, da kann ich ja gleich mal empfehlen, neue Folge Popmillionäre ist draußen. Mhm. Und da haben wir auch schon so ein bisschen angeteasert, dass wir das nächste Mal vorhaben oder beziehungsweise, dass wir uns bis zur nächsten Folge jeder ein Weihnachtsalbum suchen, das wir nicht grauenhaft finden. Soweit das ist eine schöne Aufgabe. Soweit habe ich tatsächlich sogar schon die neue Folge gehört und da dachte ich... Dann nehmen wir auch Vorschläge entgegen, was für die Hörer denn angenehme Weihnachtsalben sind, weil ja. So viele fallen mir auch nicht ein. Also für mich habt ihr da eure jegliche Credibility jetzt da schon verloren, allein dass ihr euch mit so einem Thema wie Weihnachtsalben beschäftigt. Ja, das ist ja na gut. Naja, vielleicht wird's ja ganz gut. Macht ihr mal. Es muss ja nicht immer Chris Rea oder Bam sein. Ich finde tatsächlich, dass es ein paar Weihnachtslieder gibt, die ich im Radio auch mal ganz gerne höre dann. Wenn es Richtung Weihnachten geht. Gibt aber auch welche, die ich grauenhaft finde. Gut, ich würde sagen, dabei können wir es belassen. Habt ihr noch irgendwelche? Nein, eine Empfehlung habe ich. Eine Empfehlung hast du noch. Was möchtest du loswerden? Und zwar, ich weiß nicht, ob wir sie jemals erwähnt haben, aber Fußball 2000. Der wunderbare Eintracht-Video-Podcast, den kann ich an der Stelle mal empfehlen. Die neueste Folge ist auch ein bisschen in Richtung Musik, so aufgemacht wie Carpool-Karaoke und reden ein bisschen über gute und schlechte Lieder im Stadion und You Never Walk Alone, Tormelodien. Und Marc, mein Kollege vom HR, ist bekennender Wien Wiesbaden-Sympathisant und verteidigt sie auch an allen Stellen in diesem Podcast, an denen es wichtig wird. Das, wird tatsächlich über Wien Wiesbaden gesprochen? In dem Eintracht-Podcast? Ja, gut, oder in dem Eintracht-Video-Podcast, sie werden natürlich, oder? Genau, in der neuen Folge werden sie erwähnt. Oh. Mehrfach sogar, weil halt You Never Walk Alone wird angesprochen. Ach so, okay. Unsere Tormelodie wird angesprochen. Und Marc hatte aber in einer anderen Folge vorher schon mal, da haben sie, glaube ich, drüber geredet, welche Vereine sie außer der Eintracht noch mögen. Da hat er sich auch schon geoutet, ja, mehr oder weniger. Okay. Ja, ich meine, die restliche Bande, der kommt ja da vom Eintracht-Podcast. Gut, ich meine, der Marvin vom Eintracht-Podcast, der ja auch da mit bei Fußball 2000 mit dabei ist, der ist uns ja prinzipiell auch eher wohlgesonnen. War ja auch schon mal ein kurzer Gast bei uns. Stimmt, richtig, als wir eben diese besagte Hessen-Pokal letztes Jahr am Bornheimer Hang. Da haben wir uns ja ein bisschen mit ihm unterhalten, da haben wir diese kleine Sonderfolge gemacht. Ja, also könnt ihr euch anschauen, ist gute Sache. Ja, okay, dann verlinken wir das auch und damit haben wir es dann auch, oder? Wir sind auch bald die einzige Liga, wo es dann noch Montagsspiele gibt, weil sie ja in der ersten und zweiten Liga abgeschafft werden. Das stimmt, das hätten wir eigentlich vorhin auch so in diesem Newsblog erwähnen können. Da wurde ja gerade erst vor ein paar Wochen nochmal irgendwie betont, so von wegen, nein, wir machen das hier auf jeden Fall in der dritten Liga. Ja, gut. Ja, das, obwohl es da genauso Proteste gibt wie in... Ein Interview mit Grindel dazu würde mich interessieren. Oh, der hat bestimmt eine ganz interessante Meinung.
Ich glaube auch. Ich glaube, wenn sie dann zustimmen zu irgendeinem blöden Kompromiss, dann gibt es vielleicht auch die Abschaffung der Montagsspiele. 10 Absteiger, alles klar. Es gibt 6 Regionalligen, 6 Regionalligen gibt's. Und dafür nur 3 Aufsteiger. Okay, egal. Alles klar. Dann würde ich sagen, da wir uns erst nach Weihnachten wieder an dieser Stelle hören werden, allen Hörern schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Fest und bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Tschüss.